Also fragen wir mal nach, ob alle ready sind. Und wenn ja, dann können wir hier direkt starten. Okay. Also alle ready. Ich kontrolliere nochmal alles. Das heißt, Team Blau fängt an und Team Orange wird in der Overtime hier dementsprechend attacken. Also, meine lieben Freunde, damit Ticket kaufen, einsteigen und wir fahren los. Ab geht die Luzi hier. Yalla, Habibi. Na. Ja. Eine Prediction jetzt zu den jeweiligen Operatoren, die gebannt werden, möchte ich jetzt noch nicht abgeben, weil wie gesagt, bei Orklis null Plan. Null Plan, was sie spielen werden. Natürlich haben wir die Standard-Bans. Also, da brauche ich nicht drum rum, groß drum rum zu reden. Wir haben immer wieder eine Mira, wir haben Echo oder Maestro, die immer auch sehr, sehr gerne in der Defense gebannt werden. In der Tech könnte es ein Jakal sein. Jetzt sehen wir erstmal einen Nomad. Vielleicht auch dementsprechend mal einen Heartbreacher. Bin mir jetzt da nicht so sicher, aber wir warten es mal ab. Nomad. Also das ist das, was ich meine. Ne? Wenn ich jetzt eine Prediction geben würde, ich denke mal auch, dass die Teams hier mit ganz anderen Operatoren, mit Operator-Bans spielen werden, als wie zuvor, was wir zum Beispiel jetzt bei den Open Qualifiers gesehen haben. Da war es nicht 0815, aber es war schon so in die Richtung. Jetzt sehen wir natürlich auf jeden Fall einen kleinen Heartbreacher, der nochmal zusätzlich mit rausgebannt wird. Das ist hier der Maverick. Naja, da ist er, der KS, aber schon traurig. Ja, braucht er gar nicht zu sein. Da gibt es noch jede Menge andere Reserven. Ja. Zumindest weiß man hier, was der andere so gerne spielt und haben das selbst schon mal sehr gut predicted. Und da sehen wir auch schon natürlich in der Defense, da kann man eigentlich als Caster gar nicht falsch liegen, wenn man Mira oder Echo erwähnt. Also von daher, good job, würde ich mal sagen. Und jetzt, last but not least, sind wir mal gespannt. Ja, hier wird natürlich hier nochmal zusätzlich Glück gewünscht und da haben wir auch einen weiteren Vision Operator. Das ist der Maestro, der hier rausfällt und damit steht das Ganze hier auch schon mit den gebannten Operatoren. Kann man sich als Caster die Matches aussuchen, die man streamt? Ja, zum größten, also Kavusi, zum größten Teil ja, kann man sich aussuchen. Ich habe mir auch explizit, wie gesagt, Auglis ausgesucht, weil ich habe auch schon im KS im Vorfeld gesagt, hör mal, ich habe dich in meinem ganzen Leben noch nie gecastet. Es wird mal Zeit, ich hätte ihn schon gerne beim Go vorgecastet, kam halt irgendwie nie dazu, weil die halt dann montags nicht gespielt haben und die anderen Teams dann halt immer von Sonntag auf Montag verlegt haben, weil es halt für Best of Three dann doch schon ziemlich spät war. Und jetzt wollte ich es natürlich nicht versäumen, denn wenn sie hier in die Challenger League reinkommen, da caste ich ja nicht mit, ne, als Community Caster. Deswegen möchte ich das schon sehr gerne hier so machen. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, dass ich halt nochmal einen Vorteil habe, dass ich durch die Rechenpower Clean Feed liefern kann für die anderen Caster und auch für mich selbst dementsprechend das Bildmaterial liefern kann. Und auch wenn ich das im Finale nicht mache, ich erhalte das Bildmaterial. Wir gucken halt einfach, dass wir das in allen unterschiedlichen Sprachen für euch auch zu dem größeren, also zum Halbfinale, Finale casten können. Dass man da wirklich die volle Bandbreite der Caster hat. Ist eigentlich super geil natürlich, dass dann auch jede Nation oder wenn einer keinen Bock hat auf Englisch, dass er Deutsch auf anhören kann oder dementsprechend hier auf Französisch oder weiß der Geier was. So, und falls ihr euch wundert, da ist ja Goyo. Goyo ist natürlich offiziell mittlerweile hier freigegeben, kann hier dementsprechend gespielt werden und darf auch gespielt werden. Wir gucken uns mal den Aufbau hier an, erstmal von Orklis. Was haben sie denn da Großartiges gemacht? Also nichts, was wir jetzt noch nicht kennen würden. Die Walls wurden hier ganz regulär auch Richtung Gaming mit Reinforced. Und da ist der P4 auch schon relativ zügig unterwegs. Also die Kontrollen natürlich hier über Master einzunehmen, ist eine gute Sache. Gerade auch, wenn man hier 90 dann unter Kontrolle bekommt, dann auch gleichzeitig hier den Hardbreach hat und aufbreachen würde. Aber P4, jetzt sind wir da schon weg und er snackt sich ganz dreist mal den Alive. Da gibt's auch, oh, kriegt auch ein bisschen Damage ab. Predicted hier. Ein bisschen falsch, macht aber nichts. Aber wir sind natürlich hier schon erstmal am Anfang des ganzen Geschehens. Da wird jetzt noch nicht so viel passieren. Die werden sich auch erstmal ein, zwei Runden lang abtesten, vielleicht auch drei und dann, denke ich mal, wird es ja ordentlich zur Sache gehen.
Jetzt gibt's hier auch schöner Refrack hier. Natürlich spät, ja, aber gut gemacht hier. Blicky Flacky und weg ist der Shinka. Dann gibt's auch schon die erste Line-Fähigkeit. Er wird getrackt, aber wirklich jemanden gesehen hat man bis dato noch nicht. 1,5 Minuten gespielt. Entry Fragger wechselt aktuell auch die Position, wie wir schon sehen. Ist gar nicht mal so verkehrt, jetzt von der anderen Richtung mal mit zu flanken. Wir sehen wirklich mehrere Positionen, die hier jetzt abgedeckt sind. Der Hardbreacher ist down, macht aber nichts. Erster Schild auch schon flöten gegangen hier vom Goyo. Aber wie wollen wir jetzt an den Spot rankommen? Das ist halt natürlich wieder einmal der Vorteil aus der Defense heraus, der für sich spricht, auf Villa. Die haben es jetzt deutlich schwerer. Also die kommen da nicht so easy peasy jetzt da durch. Man versucht es halt mal mit den Flashes. Wir haben auch gleichzeitig den Freaky. Er konnte sich aber erstmal hier unten an die Stairs kriegen. Die Sounds kriegt er mit. Oder kommen die Nades einer nach dem anderen geflogen? Und da gibt es auch schon den nächsten Frack. Jetzt ist der Dirser hier drin und Double Frack hier für ihn. 3:1, P4 legt nochmal nach. Last Man Standing, der Freaky, der war zuletzt hier an dem Mainstairs, rotiert nochmal runter. Kriegt er die View drauf? Ja klar, aber dafür ist er auch gleichzeitig down. Stark nochmal das Ganze gedreht. Es sah erstmal ein bisschen kritisch aus. Ja, aber gut Gas gegeben hier, die Jungs. Von Easy Dream. Das Ganze natürlich einmal aus der Wiederholung heraus. Aber das war wirklich so die Schlüsselszene zum Schluss, was wir gesehen haben. Das war unheimlich wichtig, dass er wirklich dann die Eier rauspackt und sagt, ey, ich gehe da jetzt rein, ich ziehe die Frags und jeder andere zieht nach. Der Bandit war ja auch an dem Mainstairs dementsprechend komplett geflasht, er sah ja gar nichts. Kam aber auch nochmal glücklich davon, ne? Und so war es nicht. So. Erst der Tech hier auf Aviator erfolgreich gewesen. So. Runde Nummer 2. Ich check hier nochmal ab, ob der Caster-Kollege Lord Alpha hier das Bildmaterial aktuell von mir hält. Scheint eigentlich alles flüssig zu laufen. Ja, perfekt, Hammer. So, dann können wir das hier schließen. Dann gehen wir zurück hier ins Spiel. Also, hier noch einmal der Versuch auf Aviator auf seitens von Orklis. Aber Legion, Goyo, kann man tatsächlich sagen, hier ein ähnliches Line-Up. Und das gleiche sehen wir auch hier in der Attack. Also Thatcher, Hibana, Spack. Aber das sind so Dinge, die ihr auch selber hier ganz klar seht. Angriffsweg bleibt auch der gleiche bis dato. Warum denn etwas ändern, wenn es funktioniert? Aber Orklis reagiert auch auf diese Situation. Die wollen natürlich jetzt das Ganze erstmal ausbügeln. Wir können von den ersten Runden her wirklich nicht viel predikten, denn es kann so ein Abtasten sein, wer was macht. Und ja, gesagt, getan hier Freaky mit dem Opening One an den Chaoxys. Und jetzt ist ja schon mal ein Troublemaker hier raus. Rückzugskommando hier bei den beiden Roman. Wir hatten hier den Alive und den Darwin. Die ziehen sich jetzt auch nochmal bisschen zurück, obwohl er natürlich, wie wir sehen, noch ein bisschen Richtung Living bleibt. Wo haben wir denn hier den Entry Flag auf seitens von Easy Green? Ja, ein bisschen View mit reinbringen ist natürlich unheimlich wichtig. Ja, passiert jetzt mehr. P4 eventuell jetzt noch einmal mit dem Sichtkontakt. Kleinen Battle hier vielleicht für uns. Mal sehen. Traut sich noch so ganz. Und ist so ein bisschen den Weg frei. Jetzt muss es natürlich kommen. Die Gummis werden auf jeden Fall die Hölle sein hier. Für denjenigen, der pusht. Zwei lagen da schon, eine Glock. Obwohl ich hier schon destroyed von der Breaching Ground. Aber gut, warten wir mal ab. Ja, die warten natürlich. Bringen ziemlich viel Control rein. Und dann auf einmal hauen sie den Hammer raus. Jetzt haben wir den Darwin immer noch unten dran. Er müsste eigentlich sein C4 noch am Start haben. Hat er auch. Er hört die ganzen Steps. Mal gucken. 19. Nice try. Aber nicht ganz connected hier. Gibt es auch mal ein bisschen Backup an den Alive von dem Freaky. Über Study.
vor. Lässt sich hier mal so ein bisschen vergasen. Vielleicht kann man ihn nochmal reviven. Bringt nichts. Freaky hier mit dem zweiten Frag aus der Runde heraus. Und jetzt wieder Ausgleichssituation. Schön nochmal gemacht. Prano mit dem Refrag. Unheimlich wichtig. Wollte natürlich so schnell wie möglich an den Spot ran. Hat sie nicht geschafft. Wurde abgefangen vor dem Kuckus. Und jetzt eine 2 gegen 2 Situation. Die letzten 30 Sekunden laufen bei Merlin's Bart. Da gibt er ihm nochmal 101 die Situation jetzt hier. Die letzten 30 Sekunden. Flash mal rein. Den Diffuser hat er zumindest mit dabei. Aber ich denke mal eher, dass hier auf einen Gunfight hinauslaufen wird in den letzten Sekunden. Auf die Close Range natürlich auf den Plan zu gehen. Ist leichtsinnig. Schöne Runde hier von dem Freaky. Mit dem 3K rausgegangen und damit auch für den Ausgleich gesorgt. Team Orkless 1 zu 1. Und jetzt im zweiten Anlauf auch das Ganze wunderbar funktioniert auf Aviator. Nach 2 gespielten Runden können wir auf jeden Fall mal gerne hier auf den Scoreboard drauf schauen, wie es denn da eigentlich aussieht. 3-3, 2-1-0, 4-1-1-0-1. Also, da haben wir doch den Freaky hier aktuell als Top-Fragger unterwegs, als MVP. Schmeckt. Oh, da sehen wir auch nochmal die Gridlock. Nices Ding. Trophy, nächster Spot. Also Kitchen oder Living wird jetzt erstmal nicht ausgewählt, sondern erstmal die 0815 Spots. Kann man ja machen. Läuft nichts weg. Es sind ja insgesamt und maximal 3 Maps hier mit am Start für uns. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Wie gesagt, wenn irgendwas noch mit dem Sound nicht stimmen sollte, meine Stimme mit dem Game Sound einfach mal reinschreiben oder einfach mal den Mods Bescheid sagen, mich markieren, dann weiß ich auch direkt Bescheid. Sehe ich halt eher, sagen wir es mal so. Ich sehe es halt dementsprechend eher. So, also wie gesagt, jetzt hier Trophy, Stat hier. Nächster Spot, den sich ausgesucht haben. Alive sehen wir auch hier einmal Richtung Küche. Gespawnt wird auch erstmal Richtung Brunnen. Es gibt natürlich hier immer wieder 2 Angriffswege. Also grundsätzlich hier die generellen, die viele Teams auch praktizieren hier. Einmal natürlich Druck aufbauen über Master und meistens kommen sie natürlich auch hier über Aviator Gaming. Bleibt aber zuerst mal aus. Fokus auch schon direkt hier an den Astro-Stairs dran. Und P4 jetzt hier mit dem Opening One. Kokos legt nochmal nach. Freaky und Alive direkt mal down. Also der Freaky, der so stark war in der letzten Runde, wurde auch relativ zügig rausgezogen. Da gibt es auch schon den Refrag von dem Darwin. 4-3. Prano hier nochmal für den Ausgleich gesorgt. Nices Ding hier. Wird aber auch schon herzlich willkommen geheißen von der Gridlock über die Astro Stairs. Da gibt es auch schon den nächsten Push direkt an den Spot dran. Da war auch zuletzt hier der Echo am Start. Hat sein Schild mit dabei. Es wird auch gleichzeitig aufgebreached. KS auch sehr, sehr close dran. Die Nate kommt geflogen, aber die Gridlock hat sich... Ne, doch nicht. Ist immer noch da. Schön mit der SMG hier und der Control. Sorgt hier für den Ausgleich. Wird aber auch gleichzeitig ins Jenseits befördert. 2 gegen 1. Last Man Standing. Damit hier unser Echo. Er kann es natürlich hier schaffen. Er ist ein richtig starker Anchor-Operator. Er hat auch seine Utilities dementsprechend unter Parat. Da hat man ihn auch schon geortet. Man weiß es definitiv, wo er steht. Und nicht wie wir es sonst kennen, dass hier wirklich immer wieder mit einem ACOG gespielt wird, sondern mit einem Holo. Die Kontrolle ist eigentlich bei der MP5 schon sehr, sehr gut. Also es kommt natürlich auch auf Spielgefühl an für jeden Spieler, um Gottes Willen. Also ich bin hier nicht der Profi, der sagt, ey Leute, so muss das gemacht werden. Das ist natürlich immer ein Spielgefühl. 2-1, wieder einmal hier erstmal die Führung für Easy Dream. Das Ganze auf a Trophy. Und ja, ganz klar, für alle, die sich nochmal fragen, Best of One, Best of Three ist immer Best of Three, bis auf das Finale, auf das große Finale, das ist ein Best of Five. So, noch einmal der Versuch auf Trophy. Und weiter geht das Ganze. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde des gepflegten E-Sports. Haut schon richtig rein. Haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein schönes Match hier ausgesucht.
Umso ausgeglichener das Match ist, umso spannender, umso spektakulärer, umso geiler ist es natürlich auch für uns als Zuschauer. Ganz klare Angelegenheit. Dies werden hier und da nochmal mit angebracht. Smoke wird erstmal fallen gelassen, dafür nimmt man den Mosi mit. Ja, zumindest die Mainwaffe ist ein bisschen stabiler als die SMG vom Smoke, aber ist auch natürlich wiederum ein Spielgefühl. Wir kennen natürlich hier und da gewisse Pro League Spieler, die dann auch, denen das vollkommen lame ist, was für eine Waffe sie in der Hand haben. Alles, was sie anschauen, fällt einfach um. Hat absolut gar keine Chance. Und da haben wir auch einen Freak jetzt diesmal unten. Schauen. Kriegt er den Sichtkontakt? Ne. Absolut gar nichts. Die Umriss hatten wir jetzt gesehen. Angriff wird jetzt erstmal verschoben. Das ist halt, was ich meinte. Jetzt greift man nochmal zusätzlich über Study mit an. Live an den Red Stairs dran. Alles soweit gut. Und oh, direkt zu viert da dran. Keoxys mit dem Flank eventuell jetzt hier. Auf dem Bandit. Er hat zumindest mitbekommen. Das, was man machen kann und auch natürlich machen sollte, immer wieder mal ein bisschen zurückzurotieren. Jetzt hier unsere zwei Roma aus der Defense heraus, die wahrscheinlich gemeinsam jetzt versuchen werden, nochmal einen Backstep hinzulegen. Zumindest ist der Prano da fleißig unterwegs, muss aber aufpassen. Denn da wurde auch die ganze Zeit fleißig abgeaimt. Alive jetzt hier mit dem Opening One. Und da gibt es auch schon hier den kleinen Battle. Prano kann sich da wunderbar durchsetzen. Jetzt heißt es natürlich, zwei Mann mehr für Orkles aufpassen. Da hat man natürlich noch einen dran gehabt. Das C4 kommt geflogen. Sichtkontakt ist da. Der nächste injured. Vielleicht auch down. Bandit liegt da halt einfach mal blau am Boden. Da kann jetzt erstmal nichts machen. Die Breaching Rounds werden auch wunderbar abgefangen hier von den LDS. Aber jetzt ist es um ihn natürlich geschehen. Da kann er nicht mehr viel machen. Ist auch vollkommen wen. Immer noch ein Mann Führung hier. Also das könnte hier wieder zum Ausgleich führen. KS Richtung Master. 1,5 Minuten. Also ziemlich viele explosive Situationen, die wir von vornherein hier haben. Und dabei ist gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit rum. Ja. Da packt er live mal was aus dem Pocket raus. Bringt ihm aber nichts. Schön aufgepasst hier nochmal von dem Prano. 2 gegen 3 und boah, schönes Gebattle, was wir nochmal sehen. Direkt ans Board. Keoxys legt hier nochmal nach. KS mit dem Refrag. 101 die Situation wieder. Wunderbare Angelegenheit. Wer zieht jetzt den kürzeren? Oder andersrum. Wer entscheidet hier die Runde für sein Team? Jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation. Das heißt, die müssen hier in den Zweikampf mit rein. Man könnte natürlich das Ganze baiten, immer wieder mit dem Diffuser. Lässt man hier aber keine Spiele rein. Ganz oder gar nicht. Claim Charm. Ja, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Es gibt keine Charms. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber jetzt wird der Plant hier mit eingeleitet. Vom Sound her kriegt das der KS mit. Hat seine Position. Oh. Klus. Nee, kriegst du es nicht hin. Stark gemacht hier von dem Schinker. Muss man ihm lassen. Erstmal baiten. Hol ich ja nochmal, wie wir hier nochmal aus der Wiederholung heraus sehen. Er hat ihn gesehen. Er wusste, wo er ist. Und dann nochmal direkt on point. Starkes Ding. So, 3 zu 1. 2 Punkte Führung ist da. Und auch im zweiten Anlauf auf Trophy. Nicht erfolgreich gewesen hier. Team Orkles. Gucken wir uns mal hier. Ist ein Push auf den Spot an. Also, ja klar, er hat die Guma jetzt gelegt. Das Problem ist natürlich, in solchen heiklen Situationen, wenn du die ganze Zeit Guma schmeißt oder überhaupt eine Guma schmeißt, gibst du natürlich immer wieder Informationen an den Gegner. Und das haben sie hier schamlos ausgenutzt. Direkt mal rein da. Der ist ja eh noch was, irgendwas am Vorbereiten. Also. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Genau, also wie gesagt, wenn ihr natürlich andere Spiele nochmal mit ansehen wollt, die parallel hier laufen, einfach Ausrufezeichen Multi, dann könnt ihr natürlich euch die Spiele, die ihr generell betrachten wollt, könnt ihr euch dann aussuchen, hin und her schieben. Das ist natürlich das Geile hier bei Multi-Twitch. Da habt ihr einen Überblick über alle Spiele oder ihr sagt, okay, ich möchte explizit dieses eine Spiel nur sehen. Könnt ihr auch machen. Das Schöne daran ist auch, dass ihr den Chatverlauf hier von den jeweiligen Streamern, Castern sehen könnt. Ne? Und auch nochmal individuell schreiben könnt. Ist schon ein geiles Ding.
Technik, die begeistert, würde man sagen. So, also vier Runden jetzt gespielt. Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Scoreboard drauf. Das Ganze wandelt jetzt so ein bisschen. Ja, Freaky findet sich jetzt unten, hat aber im Scoreboard, ist, hat aber immer noch hier seine vier Frags, also alles soweit wunderbar. 5-4, 6-2-2, also 2-2, 4-2, 4. Das sind aktuell die Scorings. Ähnliche Taktik, die wir jetzt auch wieder sehen mit den Goyo-Schildern. Schön gemacht hier von dem KS. War aber auch leichtsinnig von dem Pivot da einfach mal rein zu brettern. Komm, ich nutze das jetzt mal aus. Die kriegen das eh nicht mit. Ja, vom Wegen. Der KS ist schon Fuchs, ne? So einfach kommt man da nie durch. Ja, noch ein bisschen was vorbereiten. Warum denn auch nicht? Also ein bisschen näher kommt, dann nochmal ein C4 drüber. Zu sweaten. Und jetzt kommt wieder diese Ruhe vor dem Sturm, ja, die wir jetzt immer wieder bei Easy Dream gesehen haben. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt zu den letzten Cars, die haben das Tempo nochmal erhöht und dadurch, dass jetzt auch gegen einen starken Kontrahenten wie Oculus spielen, sieht man auch wirklich deren individuelle Klasse. Also die sind echt nicht ohne. Einer von den beiden Teams wird dann dementsprechend in der nächsten Runde gegen Pets Asleep oder gegen Chaos spielen. Pets Asleep hier ein Trupp, die auch schon bei den UK Nationals war das nicht, das war hier bei den Premierships mitgemacht haben. Auch eine ziemlich gute Figur hingelegt haben, das war schon nice. Du seid jetzt hier nochmal mit dem Refrag. Ist auch schon die letzte Minute hier eingeleitet. Also das werden wir dann mal sehen. Die werden wieder mal reinpreschen wollen. Könnte, wie gesagt, eigentlich ist es ein Vorteil für die Defender, ne? wenn ziemlich viel Druck entsteht und die einfach reinballern müssen und dann dementsprechend auch abgefangen werden können. In den Zweikämpfen konnten sie sich bis jetzt kleinen Moment. Ja, das, also wundert euch nicht, der Chatbot versucht halt immer wieder Oculus irgendwie zu zensieren, keine Ahnung. So, ist halt ein sehr, sehr böses Wort natürlich. Geht so gar nicht. Und da kriegt auch der Schinker direkt mal Sichtkontakt. Last Man Standing, damit der Schinker. Und das könnte jetzt mal wieder eine Runde hier für Oculus werden. Die letzten Sekunden laufen. Wer kriegt ihn zuerst? Wer ist näher dran? Und da ist passiert hier. Da mit dem letzten Frag auch wieder einmal close gewesen. Weiß man nicht. Ne? Also, das war auch die Runde davor, war sehr, sehr close, war schon kritisch so in den Situationen, gerade in den Zweikampf, Vorteilssituation war da, hat man fallen lassen und da muss man natürlich mal wieder drauf aufpassen. So, 3-2, jetzt der Stand und wieder einmal konnte man das Ganze auf Aviator defenden. Oh, eine Runde haben wir hier noch, bevor es natürlich in den Swap mit reingeht, Angriff und Verteidigung hier für die nächsten 6 Runden changen. Ja, das muss man aber auch sagen, ne? Also die Franzosen waren ja gefühlt das erste Jahr von Rainbow Six Siege in der Pro League, waren ja gefühlt nur französische Teams unterwegs. Die sind da von der Community her, von den Teams her, von den Spielern her deutlich weiter wie wir hier in Deutschland. Aber wir sehen natürlich auch das Potenzial hier in der deutschen Community, was da mittlerweile auch schon mit auf den Tisch gebracht wird, ob das jetzt durch Rainbow6.de ist, ob das durch die Saturday League ist, ob das natürlich auch jetzt durch die GSA war. Es kommt, ne? Muss aber natürlich ein bisschen schneller gehen, weil wir wollen natürlich hier auch auf dem internationalen Jargon oder auf dem internationalen Parkett natürlich deutlich mehr vertreten sein. Wir haben hier und da natürlich gute Spieler, deutsche Spieler, die in unterschiedlichen Teams unterwegs sind. Und ja, man merkt natürlich auch bei so vielen Spielern, Teams, Orgas, die Liebe für Rainbow Six Siege ist da. Wir sind auch natürlich auch dementsprechend auf dem besten Weg. So. Runde Nummer 6 jetzt erstmal hier.
Ja, noch ein bisschen verteilt Richtung Astro, Richtung Master. Die Jungs lassen das aber jetzt komplett außen vor. Change natürlich immer wieder her von der Taktik. Spielen nicht immer die gleiche Kamelle. Zweimal der gleiche Versuch. Also zumindest über die gleiche Richtung hier. Na, werden wir sehen. Ja, zuletzt, wie gesagt, war es close. Oculus hatte hier Überzahlsituation gehabt. So schlecht sah das Ganze nicht aus. Alive sammelt hier erstmal wieder seine Goomines. Das ist natürlich jetzt alle am Leben. Noch nicht viel passiert. ADS wird hier noch einmal denied. Ja, da passiert es auch schon hier. KS mit dem Opening One. Wir sind ja ziemlich eingefecht. Also müssen wir mal drauf gehen. Alle hier so ein bisschen Hallway. Connector. Red Stairs. Wollen wir den Chaosies? Der versucht so sneaky peaky. Ja, der wird auf jeden Fall Sounds machen, das ist so ganz klar. So unbehörbar wird er hier nicht sein. Gerade wenn er natürlich nochmal das Fenster mit anschlagen muss. Bis jetzt aber auch wirklich keiner so richtig mitbekommen, dass er dort am Start ist. Schön nochmal hier den nächsten Frag raus. Vorne live. Schmeißt man nochmal die Goomine hinterher. Goomine sage ich schon. Die Contact-Nate hier hinterher. Vielleicht snackt man sich ja nochmal ein Pokémon. Prado jetzt hier mit dem wunderbaren Backstep über die Red Stairs. Schön gemacht hier von ihm. Mal gucken. Den Diffuser hat er auch mit bei sich. Wunderbare Angelegenheit. Und damit kann man natürlich hier für den Ausgleich sorgen. Live Max sind dabei. Schön gecovert hier nochmal. Und wunderbare Double Fracks, die wir zum Schluss nochmal sehen hier von dem KS. Das war übrigens eine Flawless Round. 3 zu 3. Wunderbar. Passt perfekt hier. Ja, Crane ist jetzt definitiv bei G2. Und im dritten Anlauf konnte man dann auch endlich Trophy defenden. Ja, wie gesagt, hier nochmal wunderbarer Backstep von dem Prano über die Red Stairs. Hat da wirklich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Goyo war ja auch noch unten unterwegs gewesen. Und da natürlich hier erstmal die Falle hingelegt. Komm mal, wir haben da was für dich vorbereitet. Schmecker lecker. Da konnte man auch wunderbar hier den Frag, oder beziehungsweise den Refrag in dem Sinne. War noch nicht mal ein Refrag, weil da ist ja gar keiner gefallen. Aber den Frag oder beziehungsweise den Flank mit einleiten. So, also jetzt wechseln natürlich die Teams die Seiten. Was Angriff und Verteidigung angeht. Und da sehen wir den P4 auch ganz dreist mit der Clash am Spielen. Und für diejenigen, die dann sagen, wow, Clash, wie kann man jetzt mit der spielen und so. Das ist das Repertoire. Der Operator nutzt es aus. Nutzt es aus. Weil hinterher Beschwerden. Das macht keinen Sinn. Ne? Weil man kann natürlich selbst die Operator spielen, so ist es nicht. Es kommt irgendwie auf die Taktik an. Problem ist natürlich hier bei Clash. Deutlich langsamer Operator. Und wenn man dann noch in der Unterzahlsituation ist, kann es haarig werden. Aber wir haben natürlich auch hier und da richtig starke Clash-Spieler gesehen. So ist es nicht. Gucken wir uns mal kurz die Taktik an hier, beziehungsweise den Defense-Aufbau, was sie da gemacht haben. Hier und da ein bisschen Connector, sieht tatsächlich fast identisch aus mit dem, was wir zuvor bei Orcless gesehen haben. Aber auch die entscheiden sich hier für den direkten Weg. Und zwar über Study Balcony hier schön Trouble zu machen, dort so schnell wie möglich die Control einzubekommen, über Study aufzubreachen. Also lassen hier die ganzen Spielereien erstmal sein, was das Ganze über Master einnehmen angeht. Kreis kommt durch, beziehungsweise vor. Ein C4 Operator haben wir jetzt wieder unten, also da gab es jetzt mal eine kurze Rotation zwischen Mosi und dem Bandit. Und es wundert mich nicht, dass man jetzt auch zwei Hardbreacher mitnimmt. Da man auch dadurch wunderbar erstmal die Wall so ein bisschen aufmachen kann. Dadurch kommen die Defender hier direkt Richtung Aviator mal ein bisschen schwitzen, je nachdem wo man auch macht. Entweder Richtung Aviator oder Richtung Gaming. C4
C4 kommt geflogen. Aber hat Damage anscheinend an seinem eigenen Blade, so wie ich das gerade sehe, angerichtet. Die Fallen Operator haben wir auch schon mittlerweile, den KS. Und es steht auch direkt an der Wall dran, Richtung Study von Aviator aus. Er könnte wahrscheinlich noch Active Bandage spielen. Gehen wir mal drauf. Ja, eine Charge hat er hier über. Bridgy mit dem Refrag über die Mainstairs. Jetzt vielleicht mit der Nate. Ja, das kriegt man mit. Und das nutzt der Dilser hier richtig dreist aus. Schöne Aktion hier von ihm. Ja, wo ist der Rips hin? Ich glaube, der Rips, der ist heute nicht mit am Start. Irgendwas habe ich jetzt gerade nebenbei im Chat gelesen. Schöne Aktion hier von dem Schinker. Konnte die erste Exotherm-Ladung abfangen. C4 kommt geflogen. Connect hier an dieser Stelle aber mal nicht. Hm. Jetzt hier der zweite Versuch. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ja, mach es einfach live. Verschwende nicht die Zeit. Jetzt ist der Bandit natürlich wieder da und gut, so kann man es auch machen. Ob man dann 100%ige Sicht natürlich an den Spot mit ranbekommt, weiß ich nicht. Aber es sollte erstmal genügen. Arno möchte sich hier battlen. Mit wem? Aktuell mit keinem. Alive jetzt hier mit dem Ausgleichstreffer. 3 gegen 3. Und schön gemacht hier von dem Prano. Legt den nächsten hier flach. Schinker mit dem Refrag. 2 gegen 2 Situation. Jetzt haben wir den Bandit und die Clash. Das müssen jetzt natürlich zusammen wunderbar spielen. Die einzige Möglichkeit, die jetzt auch gerade für Octus besteht, ist wirklich den harten Push hier mit einzuleiten. Die müssen hier direkt den Zweikampf suchen. Und den Plant mit einleiten. Mal gucken, geht er durch? Ja, geht durch. Wunderbare Angelegenheit. Und da ist auch schon direkt flöten gegangen. Plant ist durch, aber die Runde auch gleichzeitig damit verloren gegangen. Sule. 4 zu 3 für Easy Dream. Erste Defense-Runde hier erfolgreich absolviert. Gucken wir das Ganze nochmal an. Ja, wie gesagt, Plant eingeleitet. Prano konnte sich dann im Zweikampf nicht mehr durchsetzen. Gegen den Schinker und beziehungsweise gegen P4 gut abgelenkt hier an dieser Stelle. Da bringt es auch nicht mehr, den Plant auszuführen. Hätte man noch machen können, aber wenn man dann alleine ist und dann noch Clash und Bandit sind, ist natürlich immer so ein Ding. Aber wir werden natürlich hier den Tag nicht vor dem Abend loben. Wie gesagt, Best of Three hier. Wir haben hier maximal 3 Maps und es ist auf jeden Fall eine sehr starke und spannende Partie, die wir jetzt von beiden Seiten geboten bekommen. Da sehen wir auch schon direkt mal den nächsten Spot, den sie hier auswählen. Trophy. Carsten haben sie auch mitgenommen. Oh. Kann man machen. Kann man so machen. Legion Mute, Jäger ansonsten, aber wie gesagt, das seht ihr alles nochmal. Die Frage ist natürlich, wo die Carsten-Barrikaden hier mit ankommen werden. Der einen haben wir hier einmal Richtung Connector. Bleiben wir mal ein bisschen bei den Kuckels drauf. Eine Barrikade hat er zumindest noch über. Der restliche Aufbau. Sieht eigentlich standardkonform aus, aber das ist jetzt halt, was ich nochmal zusätzlich meine, die bereiten sich auch darauf vor, dass hier über Study mit angegriffen wird, die Reinforcements Richtung Evita stehen. Vergebens. Vergebens. Genau, das konzentriert sich hier erstmal. Uiuiui, da muss man aufpassen. Der Chaos ist hier Richtung Storage und Memorial unterwegs. Kriegt er jetzt den Call? Er kriegt den Call und macht sich mal ganz schnell aus dem Staub. War nur hier ihm auf dem Fersen. Entweder gewinnt den Zweikampf oder geht das Risiko ein, dass vielleicht dort zwei weitere Attacker stehen und natürlich ihn direkt mal eiskalt abfangen. Dann entscheidet sich erstmal dafür zurück, sich komplett mal zurückzuziehen. Na, kriegt man die View drauf. Schöner Opening One hier von dem KS. Was man im Vorfeld hier aus der Defense heraus vorbereitet hat für ihn. Nimmt er dankend entgegen. Und hat auch schon die View Richtung Stairs. Richtig sneaky peaky hier, der KS unterwegs. Ja, vielleicht ein bisschen drauf, weil. Okay, er hat den Call bekommen. Er braucht die Tetchern. Er muss ja an die Wall dran. Ja, Legion wird er sich hier trauen, wirklich die Stairs hochzukommen.
Er zeigt sich auf jeden Fall schon mal erkenntlich und sagt, pass mal auf, hier bin ich. Das ist natürlich im Umkehrschluss, dass wir, was wir zuvor auch gesehen haben von dem Legion hier auf Seiten von Orkless, wo sie selbst Trophy gespielt haben. So, Versuch Nummer 2, wir gehen nochmal hier ran, mal gucken. Keine weitere Contact Nade, die irgendwelche Charge hier nochmal denyen könnte. Freak auch schon direkt Richtung Showers mit drin. Du legst auch gleichzeitig drauf an, er will natürlich hier den Frag haben. Prano unten noch dran, ist in der Küche. Save das Ganze ab, falls irgendjemand auf die dumme Idee kommen sollte, hier nochmal mit dem C4 das Ganze einzudämmen. Die Wall ist auf. Fokus und Shinka gleichzeitig natürlich direkt mit dem Blick Richtung Breaching Wall. Ja, mal sehen. Da geht auch schon die nächste Barrikade auf. Und Kerox ist jetzt hier nochmal mit dem Ausgleichstreffer. Die letzten 50 Sekunden rollen auch schon so langsam runter. Jäger rotiert auch in dem gleichen Atemzug auch wieder zurück Richtung Spot, um seine Mates natürlich dementsprechend ja mal noch ein bisschen zu unterstützen. Ja, dieser ist hier auf jeden Fall gefangen. Jetzt muss er aufpassen. Kann er sich aber hier eventuell doch in dem Zweikampf durchsetzen? Ja, kann er. Gegen den Freaky Headshot. Damit ist er auch hier erstmal History für diese Runde. Okay, can't destroy Legion Traps. Ja, sind vielleicht gepanzert. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Und der Plant wird auch gleichzeitig mit eingeleitet. Oh, schön gemacht hier beim Darwin. 3 gegen 3 und damit ist der Plant durch. Wunderbare Angelegenheit. Da kriegt er nochmal kurz einen Sichtkontakt. Sieht ihn aber nicht 100 pro. Ist er. So, nochmal Schinke auch mit am Start. Last Man Standing und dann drehen sie das Ganze auf einmal wieder. Also Hammer Dingen hier von Easy Dream. Wie die das hier absolvieren, wie sie das bewältigen. Auch immer wirklich in diesen kritischen Situationen bewahren sie ihren kühlen Kopf und safen immer wieder die Runde ab. Nices Ding. Also, Props gehen auf jeden Fall raus, Leute. Was willst du dazu sagen? Also gerade in diesen heiklen Situationen, brisanten Situationen, packen sie immer wieder den Larry aus, ne? So, das wird jetzt hier Trophy in der Defense. Das gucken wir uns hier nochmal an. Also wie gesagt, an sich soweit gut durchgekommen. Starten noch ein bisschen offen. Der Keoxys hatte kurz Sichtkontakt, dann gar nicht mehr klar. War natürlich gesaved hier an der, hinter der Wall. Na, da kommt es einfach dran. Das ist ja vollkommen Wayne. Ne? Bevor natürlich irgendjemand auf die Idee kommt oder irgendwie Calls geben kann, dass die Attacker sich darauf einstellen oder Orkless sich überhaupt auf die Situation einstellen kann, geben sie direkt Gas. Die wollen da direkt dran. Und so entscheiden sie auch immer wieder die Runden zum Schluss hin. Ne? So, Runde Nummer 9, meine lieben Freunde. Wir schauen nochmal auf den Scoreboard drauf. Was hat sich da bis jetzt getan? Im Verhältnis sieht's ausgeglichen aus. Ja, muss man sagen. Trotzdem haben wir hier auf Seiten von Easy Dream zwei Top-Fragger, die da unterwegs sind. Einmal der Schinker und der Dirsa. Ja, auf beiden Seiten, wie gesagt, sieht es jetzt nicht verkehrt aus. Ne? Auch die Assists. Alles wunderbar. Es sind halt immer diese letzten Sekunden, die letzten 30 Sekunden, wo dann Easy Dream meistens die Oberhand gewinnt. Aber wie gesagt, sie haben auch diese Map ausgesucht. Ne? Die wollten diese Map spielen. Also wurde auch im Vorfeld mit Sicherheit tatkräftig geübt, geprobt, trainiert. Jetzt sehen wir endlich mal einen Spot, den wir bis jetzt bei beiden Teams noch gar nicht gesehen haben. Und zwar Kitchen und die Operatorwahl. Ist zumindest identisch zu dem, was wir jetzt zuletzt auf Trophy gesehen haben. Außer jetzt, dass der Mosi noch mit am Start ist. Auch von der Operatorwahl her. Bleibt doch tatsächlich alles so ein bisschen identisch. Prano jetzt hier von der Sophie auch mittlerweile auf die Ash gewechselt. Der will es ja auch auf jeden Fall wissen. Den schickt man jetzt hier vor. Vorgedroht wurde ihm jetzt direkt nicht. Sich komplett auf die Skills zu verlassen, wäre jetzt nicht so optimal. Freak ist aber auch mit am Start. So, PA hier gleichzeitig mit dem Opening One an den KS. Wir hatten noch den Sledge, wie gesagt, Richtung Living dran. Und da gibt es auch schon einen akustischen Kontakt hier. Man weiß natürlich jetzt ungefähr, wo er steht. Legion wird. So viele Traps hat er noch gar nicht. Ne? Er kann das schon gut dann dementsprechend eingrenzen, wo welche um einen liegt. Ash ist noch alive. Vielleicht jetzt ein bisschen auf der Jagd. Ne, doch nicht. Jäger hat oben noch dran. Und alive jetzt erstmal mit dem Refrag. Wie weit ist denn der Thermite schon gekommen? Wir sehen hier Master. Die Control ist noch gar nicht da. Stehen noch hier ein bisschen an den Windows dran. Und jetzt ist der Prano immer noch unterwegs. Also es wird wirklich, wie wir gerade sehen, nicht großartig für ihn vorgedroht. Ne? Freaky kommt zwar mit dazu.
Das könnte jetzt für uns bedeuten, dass sie sich definitiv hier hart battlen wollen. Ja, welche Wall nimmt man am besten? Ich würde mal sagen, jetzt von Sledge aus gesehen. Schön gemacht hier von dem Freaky. Wir haben auch noch einen weiteren dran. Bano hat den Battle. Ja, wird rausgezogen. Das ist auch ein Freaky mit dem Double Frag hier. Sorgt für den Ausgleich. Geoxy ist auch nochmal nachgelegt hier als Jäger. Wo haben wir ihn denn? Er ist gleich wahrscheinlich mit dem Battle hier gegen den Freaky. Wer kann sich ja durchsetzen? Der Geoxy. Last Man Standing. Damit der Devon. Und der kann da auch nicht mehr viel machen. Eine Minute. Den Diffuser hat er auch nicht bei sich. Ein Dog gibt es auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass er hier die Runde nicht gewinnen kann. Muss er dementsprechend on point sein. Aber wow, schwer. Schwer. Ist hier gerade noch ein bisschen beschäftigt, wie wir das hören. Versucht hier den regulären Weg zu gehen über Laundry. Und ja, ich denke mal, auch er befürchtet das, was gleich passieren wird. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie wieder zu zweit hier angreifen werden. Ja. Bringt absolut gar nichts. Er kriegt halt die View nicht rein. Die Wall ist nicht richtig aufgebreached. Er kann da nicht mehr großartig viel anrichten. 6:3 steht es jetzt hier und das Ganze hier auf Kitchen. Und gleichzeitig heißt es Matchball für Easy Dream. Heieiei. Und beim Matchball gucken wir natürlich immer wieder hier auf den Scoreboard drauf. 10-9-9-7-2-6-7-4-8-7. Na, wenn wir uns das Ganze noch so ein bisschen betrachten, zuerst stand es 1-0-1-1, 2-1, dann 3-1, dann wieder 3-2-3-3 und jetzt wieder drei Runden in Folge gewonnen auf seitens von Easy Dream. Und sie sind immer noch in der Defense drin. Also es sind natürlich noch drei weitere Runden, die sie in der Defense hier spielen können. Overtime gibt es natürlich dementsprechend auch. Das heißt, kommen wir in die Overtime beim 6-6. Gibt es noch maximal drei weitere Runden. Das Team, was zuerst quasi 8-6 oder 8-7 gewonnen hat, je nachdem, entscheidet dann die Map für sich. Jetzt können sie auch natürlich wieder Aviator spielen. Der Spot ist wieder freigegeben nach drei gespielten Runden. Die haben natürlich einmal die große Runde mitgenommen. Vision Operator. Immer wieder nützlich natürlich den Echo hier zu spielen. Ja, Capital. Double Heart Breach wieder mit dabei. Und ihr dürft natürlich hier sehr, sehr gerne noch eure Favorite Teams hier im Chat mit supporten, von mir aus auch FC 1000. Nein, Spaß beiseite hier. Aber ich sehe natürlich hier und da wieder, dass hier natürlich auch Oculus mit unterstützt. Und ich bin auch dementsprechend mal gespannt, wie es auf der zweiten Map zur Sache gehen wird, wenn wir dann auf Coastline gehen. Denn Coastline ist die Map, die ich hier auf Oculus ausgesucht habe. Ja, die versuchen es noch mal ein bisschen scheinbar aggressiv jetzt an den Spot ranzukommen. Wir sehen auch P4 hier eiskalt. Also, dass das jetzt natürlich in der Situation funktioniert, da rechnet keiner mit. Ne? Wie oft ist es einem schon im Rangspiel passiert? Ne? Oder man selbst immer wieder drauf prediktet, da läuft einfach keine Sau entlang. Und jetzt will der P4 es wissen und zieht sich hier den Double Frag eiskalt. 3K mittlerweile hier auf seine Kappe. Der ist auf jeden Fall ein Biest. Das muss man so sagen. Dieser hier nochmal nachgelegt. Und so wie es aussieht, geht die erste Map hier an Easy Dream. Ja, guter Alf. Würde ich auf jeden Fall auch mal so unterschreiben. Sehr, sehr spannende Runden, die wir bis jetzt gesehen haben. Auf beiden Seiten. Hat aber nicht 100% natürlich hier gereicht. 7:3. Halten wir so fest. Dann gehen wir natürlich hier gleich mit Sicherheit auf die nächste Map zu. So, machen wir den Coastline.
Präparieren wir hier schon mal alles. So, wen hatten wir da? Oculus verteidigt. Und in der Overtime werden sie wieder einmal attacken. Warten wir nur noch auf Oculus. Okay, warten wir noch mal einmal kurz. Also, wie gesagt, die Stärken, die wir natürlich jetzt auch seitens von Easy Dream gesehen haben, ja, die packen tatsächlich immer wieder die Hochrohnes aus in der Situation. Die zögern dann nicht lange, die fackeln dann nicht lange. Und das sind natürlich diese regulären Spielweisen, die wir immer wieder in den französischen Teams auch sehen. Ja, mit denen kommen sie immer voran. Das war schon damals in dem ersten Jahr, in den ersten Monaten bei Rainbow Six Siege genauso gewesen. Die haben immer mit diesem aggressiven Gameplay natürlich und gleichzeitig auch konzentriert an die Sache rangegangen. Also es ist nicht so, dass sie einfach willkürlich irgendwas machen. Sie probieren natürlich auch wieder, die sind da experimentierfreudiger gewesen in vielen Situationen, haben es drauf ankommen lassen auch natürlich. Und ja, wer zögert, der verliert meistens. Und so hat sich das für mich in den meisten Runden natürlich immer wieder so abgespielt. Das muss man halt ehrlicherweise so sagen. Ansonsten von den Taktiken her, von dem Aufbau her, wie es in der Defense war, auf beiden Seiten, war schon irgendwo identisch. Also man kann das Rad halt einfach nicht neu erfinden, muss man halt so sagen. Aber gerade diese Situation hat auch Oculus so ein bisschen aus der Routine, glaube ich, ein bisschen gebracht. So, die haben immer wieder versucht, dann funktionierte das nicht. Dann haben wir natürlich auch gesehen im Chat, da KS sagte, egal was ich mache, diese Gumein geht nicht kaputt. Und da bringt man sich, glaube ich, wenn man dann sowas dann nochmal, also um Gottes Willen, ne, um Gottes Willen, nichts irgendwie auf die Goldwaage legen. Dann denkt man natürlich auch, oder denke ich dann natürlich, okay, jetzt bringt man sich auch noch gleichzeitig so ein bisschen aus dem Konzept oder regt sich natürlich auf das und das auf, weil alles nicht im Flow drin ist. Und das ist natürlich auch mal sehr, sehr wichtig. Das kennt jeder von uns, das kennt jeder Spieler. Wenn man einmal im Flow drin ist und diesen Flow nicht reinkriegt, dann ärgert man sich umso mehr. Und okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ab geht die Luzi. Und die zweite Map hier. Hier wird natürlich erstmal alles gelöscht, 1-0 dementsprechend für Easy Dream. Und Easy Dream hat sich auch entschieden, hier auf dieser Map als erstes zu attacken. Wir haben natürlich auch hier immer wieder üblich Verdächtige, ob das jetzt Nomad ist, ob das jetzt ein Blechbärt ist. Ganz klar. Ganz klar, also jetzt kann ich ein bisschen so die Prognose ziehen, wo es bei den Teams hingeht. Ja. Ein Blechbert könnte es sein, ein Heartbreacher. Weiß ich nicht. Also Thermite und Tibana hier zu bannen. Okay, doch gemacht. Hätte ich jetzt nur nicht so predicted. Ich hätte eher wirklich mit komplett anderen Operator gerechnet. Aber es ist tatsächlich hier ein Heartbreacher. Das heißt, wenn man damit einem spielen sollte, dann soll es anscheinend hier doch der Thermite sein oder halt der Maverick. Der ist jetzt natürlich dementsprechend nicht gesperrt. Mira, die übliche Verdächtige, die kommt hier, die hat absolut gar keine Chance in irgendwelchen Spielen, komischerweise mitzuspielen, ja die Arme. Kannst aber nichts gegen machen. Ist halt nun einmal so. Und last but not least hier nochmal ein Vision Operator. Anstatt dass der Echo hier gebannt wird, ist es wieder einmal der Maestro. Ja, damit haben wir wieder einmal unsere gebannten Operator, die hier feststehen. Und jetzt können wir uns natürlich wieder einmal in voller Ruhe zurücklehnen. Und schauen. Ja, wer hat hier die Map gepickt? Die Map Villa hat hier Easy Dream gepickt. Coastline dementsprechend Oculus. Und jetzt geht es natürlich hier ums Eingemachte. So, let's go Oculus. Wie gesagt, der Bot, ganz komisch, keine Ahnung. Ich muss das mal irgendwo, ich glaube, irgendwo kann man das einstellen, dass er gegen dieses Wort dann keine Allergien hat oder sowas. Aber mal sehen. Also, ein weiteres Spiel gibt es heute auf jeden Fall noch. Das kann ich euch so schon mal bestätigen.
Und dann geht es natürlich morgen Abend wieder weiter um 18 Uhr. Das werden wir natürlich so weiter fortführen, bis auch die Spiele hier in dem Lower Bracket quasi alle runtergespielt wurden. Es kann auch natürlich sein, dass hier die Spiele aus dem Lower Bracket ein bisschen früher anfangen. Das werden wir aber sehen, wie das dann dementsprechend zeitlich abgestimmt ist. Aber das große Finale hier von den Playoffs ist für Freitag mit angesetzt. Wie gesagt, das ist auch das einzige Spiel, was an dem Tag dann stattfindet, ist ein Best of 5. Da gibt es ja für die Teams, für die Caster und ja, für euch natürlich auch als Zuschauer jede Menge zu tun. Jetzt gucken wir uns ganz normal an. Wie gesagt, Oculus fängt wieder einmal in der Defense an. Kai ist auch sehr, sehr aggressiv an der Lobby. Vicky als Roma unterwegs. Wir sind auch dementsprechend Reinforcements und auch den Connector einmal Richtung White Stairs. Für den Fall der Fälle, dass man sich ja zurückziehen kann. KS ist jetzt auch erfolgreich gewesen. Kurz ein Backup hier von dem Echo nochmal bekommen. Und die Wall hier Richtung Service nicht komplett reinforced. Auch sehr, sehr wichtig, je nachdem, wie aggressiv man spielt. Live hat die nächste Begegnung hier einmal. Mal gucken, kriegt er hier den Sichtkontakt drauf. Wunderbar ausgespielt hier an den Kukus. Ja, die Jungs haben sich auch die Map ausgesucht. Schinke aber auch direkt gleichzeitig hier zur Stelle, um den Refrag zu ziehen. Eine wichtige Situation gewesen hier. Gehen wir mal auf die Ash drauf, die nämlich noch die ganze Zeit Richtung Blue unterwegs ist und auch hier den nächsten Kill ziehen kann an den KS. Ja, das mit dem Peak ist natürlich immer so eine Sache. Und wenn man sich jetzt im Blickwinkel von der Ash ansieht, klar, Vorteil hat sie dadurch, weil sie einfach eine kleinere Fläche hat. Kann man auch andersrum sehen, ja, aber die war einfach direkt an der richtigen Position. Und jetzt wird auch schon mittlerweile der Prano gesichtet. Er muss da von der Position weg. Er muss natürlich sich jetzt einen anderen Weg suchen. Wenn die Hedge jetzt auf sein sollte, Richtung Aqua. Ne, ist sie leider nicht. Auch Richtung Richtung Solo ist sie auf. Ja, wunderbar. Freak hier mit dem Outrun. Aber wird eiskalt hier rausgezogen von dem P4. Tja, da macht er natürlich einen auf Fuchs. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Und jetzt natürlich das Ganze wieder mal rumgedreht hier. 3 gegen 2 Situationen, also Vorteil wieder einmal für die Attacker mit am Start. Und es ist noch en masse Time hier, die sie spielen können. Eine Minute ist noch übrig. Prano mit dem Refrag, sehr, sehr wichtig. Und da war er auch schon wieder zurück. Schön abgefangen das Ganze. Ja, die Door ist zu. Ja, schade. Sonst hätte man den nächsten Frag ziehen können. Call ist da, kommt da nicht weg. Das Einzige, was der Prano hier machen kann, ist natürlich Time to Wait, also nein. Das klappt auch nicht. Jetzt können sie auf den Plant gehen. Und P4 hier nochmal mit dem letzten Frag. Wie ging die erste Map aus? 7 zu 3. 7 zu 3. 1 zu 0. Hier erstmal wieder für Easy Dream. Das Ganze auf Kitchen erfolgreich angegriffen. Noch einmal hier das Ganze aus der Wiederholung heraus. Ja, Easy Dream auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Muss man, also ich, wie gesagt, ich begleite jetzt schon ein bisschen länger. Auch in den GoForce, SAPP, wie wir bis jetzt gespielt haben. Und ja, gerade, sage ich mal, so gegen starke Teams. Wir haben es auch schon gegen die Blue Jays spielen sehen, so ist es nicht. Wunderbare Sache. Wunderbare Sache. Die spielen das, umso stärker die Gegner komischerweise sind, umso mehr sieht man halt wirklich, auf was für ein Level, weil ansonsten du siehst das halt einfach nicht. Die gehen da rein, geben da Gas. Und brettern dann dementsprechend einen nach dem anderen weg, sodass du auch als Caster nicht eine richtige Beurteilung dazu geben kannst, außer dass du sagen kannst, okay, die haben die weggefegt, wie sonst was. So, aber jetzt erstmal zurück hier in diese Runde.
sehen wir natürlich wieder einmal den gleichen Spot, den sie versuchen hier zu halten, und zwar Kitchen. Aber Easy Dream auch natürlich. Da passiert auch schon. Jetzt direkt mal Anker Operator rausgezogen. P4 hier immer wieder sehr, sehr aggressiv. KS kommt jetzt so langsam dazu und kriegt es. Sehr, sehr close. Er hat sich ja auch nicht ganz so dran getraut. Hat sich aber nochmal bezahlt gemacht hier für ihn. 4 gegen 4. Haben wir denn noch einen weiteren Defender hier, der irgendwie Richtung VIP oder Penthouse unterwegs wäre? Dato nicht. Also, das können sie natürlich oben machen, was sie wollen. Haben auch diesmal einen komplett anderen Weg gewählt, dass ich das vertikale Gameplay kann hier auch nochmal mit aufgezogen werden. Den Flick hören wir ja auch unten dran, Richtung Security. Entschuldigung, Richtung Service. Jetzt war ich auch total perplex hier. Na, C4. Kriegt er ihn hin? Ich übe mal ein bisschen mit hier. Und er hört die Steps. Komm, verschwende nicht die Zeit. Da ist das Penthouse. Da will er nichts erwischen. Stattdessen hat er natürlich hier den Attacker so einen kleinen Gefallen damit getan. Wir warten das Ganze noch mal ein bisschen ab hier. Die letzte Minute läuft. Und wir wissen natürlich auch, wie stark hier Easy Dream immer wieder, zumindest auch wieder in den letzten Sekunden war. Und dieser snackt sich auch schon den nächsten. Tja, der Ash immer noch draußen unterwegs. Kann man auf jeden Fall mal machen. Man muss ja nicht immer 0815 spielen. Man kann natürlich auch, wie mit Guyver, eine Schraube als Flugzeug benutzen. Das ist absolut gar kein Thema. Ja, Prano ist auch nochmal gleichzeitig Richtung Lobby dran, um hier den Freak zu unterstützen. Mal schauen, jetzt kommt der Push und Prano könnte natürlich hier schön den Flank mit einleiten. Was machen aber die restlichen Attacker? Die möchten natürlich auch wahrscheinlich so langsam Richtung Spot dran. Richtig Damage angerichtet hat man jetzt auch nicht. Und schön abgefangen hier von dem Freaky 3 gegen 3 Situation. Was passiert jetzt hier Richtung Spot? Da ist man dran. Und live hier wunderbar mit dem Double Frag. Last Man Standing. Kuckus. Und auch er ist hier History. Und da haben wir ihn doch schon wieder. Den Ausgleich. 1:1 hier. Das darf gerne so immer wieder weitergehen. Umso länger das Ganze geht, umso geiler ist es natürlich auch hier für uns als Zuschauer. Die letzten Sekunden schauen wir uns natürlich sehr, sehr gerne noch einmal an hier. Ja, schön, wie gesagt, hier mit dem Flank auf beiden Seiten. Gut das Ganze abgefangen. Da war natürlich immer wieder diese Drucksituation da bei Easy Dream. Diesmal konnten sie das Ganze nicht handeln. Dann mussten wir hier wirklich durch ein Nadelöhr durch. Jetzt erstmal zum nächsten Spot. Jetzt gehen sie zumindest hier Richtung Hooker hin. Decider Map ist hier Konsul. Hier ab. Also Aufbau wahrscheinlich wieder das, was man auch gewohnt ist. Der Vulkan-Schild hier nochmal direkt an die A-Bombe mit dran platziert. Wenn man die View drauf hat und natürlich das Schild vorher nicht zerstört wird, könnte es einen Nutzen haben. Ein ADS liegt jetzt zum Beispiel auch nicht, ne? Das heißt, mit einem einfachen Fragnate könnte man dieses Schild auch dementsprechend mal denyen. Wir gehen mal durch. Wir haben einen in der Küche. Drei on Spot. Und einen noch Richtung Security. Na, wichtig hierbei natürlich auch immer wieder,
Glaub, du brauchst ein paar Mods. Ja, ich habe eigentlich jede Menge Mods, nur meine Mods kommen einmal kurz rein, sagen Hallo und ja, machen sich dann auch direkt wieder aus dem Staub. Also sehr, sehr zuverlässig natürlich. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, wie gesagt, also gerade für so größere Events wie zum Beispiel sowas, ne, wie die Playoffs. Für mich als Community-Caster sind natürlich zuverlässige Mods unabdinglich, ganz klare Angelegenheit, aber man kann sich ja schließlich keine backen, ne? Das ist auch immer so ein Ding. Aber wofür habt ihr denn mich? Das ist immer lustig, wenn man auf zwei Bildschirmen gleichzeitig guckt, auch zu lesen und gleichzeitig hier zu observen und dann zu casten. Schielt man natürlich wie ein Fisch. Ich meine Silberblick. Und jetzt hier KS mit dem Refrag. Ja. Zumindest wirkt es hier auf Coastline besser. KS mit dem zweiten. Ja, wenn sie natürlich diese Map hier gewinnen, dann geht es definitiv auf die Decider Map. P4 mit nochmal mit dem Refrag. Also egal. Welch ein Hoffnungsschimmer auch da irgendwie am Start ist. Da gibt es immer wieder den P4, der immer wieder die Reflex zieht. Aber starke Runde hier von dem KS. Mein lieber Scholli. Gut geregelt hier. Sehr, sehr wichtig gewesen. Sehr, sehr wichtig. 2:1 Führung ist da hier auf Seiten von Oakless. Und Tucker konnte man auch hier dementsprechend erfolgreich defenden. Ja, schönes Ding. Gucken wir uns mal an. Letzten Sekunden laufen. Würde ich mal sagen, das war ein wunderbarer 4K hier von dem KS. Schön mit anzusehen. Und auch mit dem Legion gut gespielt. Also der war immer wieder so kurz, so ein bisschen vor dem Spot, dann auch mal wieder ein bisschen zurück, aber nicht wirklich komplett abgesetzt. So auch, dass seine Gumans hier nochmal den Angriff so ein bisschen eindämmen konnten. Sehr, sehr wichtig halt in solchen Situationen, gerade in so brenzlichen Situationen. Und da gucken wir natürlich gerne nochmal nach drei gespielten Runden einmal auf den Scoreboard drauf. Da steht 6-3-1-1-0 und 6-2-3-2-0. Das hier so der aktuelle Stand. Jetzt sehen wir doch schon wieder hier die Orkless-Emotes hier im Chat. Also haut mal raus hier, was ist denn da los? Ja, es kommt natürlich einer meiner Lieblingsspots hier auf dieser Map. Sunrise Bar Blue Bar. Wir gucken uns mal den Aufbau an. Linke Seite hier Richtung Pool and Friends mit Reinforce. Wird ein Vulkan-Schild mit aufgestellt. Ja, Richtung Kutja hat auch offen gelassen. Na, gerade wenn man natürlich die Kontrolle über Office als Attacker reinbekommt und dann versucht aufzubreachen, über die Blue Bar mit zu planten. Wunderbare Sache. Ja, aber gleichzeitig so ein bisschen das Ganze rausbeten. Um natürlich auch das Vulkan-Schild hier direkt mal mit rauszufragen. Wie gesagt, mit Leute, also mit Ausrufezeichen Bracket könnt ihr immer wieder mit reinschauen, wer schon mal gewonnen hat. Und dann ist natürlich mal mit dem Multi-Twitch das Ganze hier verfolgen. Da kriegt ihr auch die Informationen. Ich werde natürlich auch mal einen Blick drauf werfen, wie es da aktuell aussieht, ob wir schon irgendwie ein Team haben oder zwei Teams.
schöner Opening One hier von dem P4. Er sieht auch und merkt auch, dass direkt Richtung Security der nächste steht. Und guckt es hier nochmal nachgelegt. Headshot an den Darwin. Beste Möglichkeit. Plant wird auch eingeleitet. Schön geflankt hier von dem Freaky. 4:3, aber der Plant wird mit Sicherheit durchgehen. KS hat zwar hier für den Ausgleich gesorgt. Alive auch nochmal hier nachgelegt. Wunderbare Angelegenheit. Wo sind die restlichen zwei Attacker? Einen haben wir hier Richtung Küche. Flankt das Ganze ab. Hat auch Sichtkontakt einmal Richtung Sunrise Bar. Weiß auch, dass im Hallway direkt der nächste steht hier. Und da gibt es auch schon den nächsten Sichtkontakt. Und der nächste geht auch schon injured. Damit Last Man Standing. Damit der Freaky. Gucken, ob der Keoxys hier nochmal nachkommt. Er kriegt zumindest mit, wo hier der Operator ist. Lässt sich aber gar nicht blicken. Warum sollte er natürlich auch? Der Düser kriegt das schon irgendwie geregelt. Ja. Hammer Ding. Hammer Ding. Wie sie da nochmal so richtig Gas geben. 2:2. Ausgleich wieder mal mit am Start. Das Ganze hier einmal auf Blue Bar. Das bedeutet, die Jungs hier von Orkless könnten, wenn sie möchten, wieder einmal auf Kitchen spielen. Mal gucken, welchen Spot sie sich hier aussuchen. Ja, wird auch auf jeden Fall so sein. Und nebenbei mache ich mir auch nochmal die Seite hier auf. Um nochmal eventuellen Einblick drauf zu bekommen, wer überhaupt jetzt gegen wen schon gewonnen. Weil ich bin da natürlich auch neugierig drauf. Ne? Ich will auch wissen, was da los ist. Aber aktuell spielen sie alle noch. Also da ist noch kein Spiel zu Ende. Alles noch safe soweit. Perfekt, weiter geht's. So. Ja, dann machen wir noch den Lazo mal zum Mod hier. Ich mach mal hier. Aber wenn ich dann zwischendurch ein bisschen ruhig bin, klar. Versuche ich hier mal ein bisschen einzustellen. Guck mal. Wo war das Ganze denn? Ja, jetzt hat natürlich Twitch schon mittlerweile hier ein paar Sachen umgestellt. So, wo haben wir ihn denn? Da haben wir schon mal den Lazo hier als Mod unterwegs. Ja, guck mal hier, wunderbare Angelegenheit. Vielen, vielen Dank hier für die Hilfe. So, jetzt hier Freaky unter der Hand. Da hat der Freaky ein bisschen was abbekommen. Guck mal, P4M war sehr, sehr aggressiv unterwegs, der Dude, ne? Wohnt sich auch selbst vorher von Swarcom Wayne, wenn er was macht. Sehen, wie das Ganze gleich nochmal ausgeht. Eine Minute ja bereits schon gespielt. Sehr, sehr schwitzige Runden jetzt, ne? Auf dieser Map, muss ich ehrlicherweise sagen. Sehr, sehr close. Freak jetzt zumindest auch schon mal ein Böser rausgezogen. War sowieso schon hier gut angedamaged. Aber das juckt ihn hier dementsprechend nicht. Buck zieht sich zurück hier über Solo. Kann man machen, ja. Vielleicht um Schinker hier zu supporten. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, obwohl der Kokos auch dort mit am Start ist. Da kommt die Nate und connected auch wunderbarer Kobe hier von dem Keoxys. Da und Freaky gleichzeitig aber auch hier mit den Refrax Headshot gleichzeitig an dem P4. Damit ist die Sophie auch History. Freaky hier mittlerweile auch mit seinem dritten Frag. Last Man Standing bleibt hier damit der Bug. Er muss sich natürlich jetzt hier gegen drei weitere Operator durchsetzen. Wird es ihm gelingen? Ich weiß es nicht. Wir werden es mal sehen. Zack. Und da ist er auch schon. Weg hier. 3:2. Führung ist wieder da. Zumindest ist ein Punkt. Aber ey. Ein wichtiger Punkt. Ne? Ganz wichtige Sachen hier, die man natürlich hier von Runde zu Runde gewinnt. Das wird jetzt auch nochmal auf Kitchen erfolgreich gewesen. Schauen wir drauf. Da sehen wir es natürlich direkt mal on point hier mit dem Kobe.
Aber da gab es mit Sicherheit auch schon den Call vorher. Also, ne, fängst ja nicht einfach an, irgendeinen Fragnate irgendwo hinzuwerfen. Denn wir haben auch schon gesehen, er hat die zweite Nate ja Richtung 90 geworfen, wo sich zuletzt auch der Jäger befunden hat. Hat das Ding. So sieht es wieder einmal auf dem Scoreboard aus. 7-6-1-2-1, 8-6-2-4-1. Aktueller Stand noch. Bis dato. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir hier eine Detailer mit sehen. Ganz klare Angelegenheit. Aber wir sind ja auch nicht gleichzeitig bei Wünsch dir was. Muss man auch dazu sagen. Jetzt wieder einmal der Spot, auf dem es nicht so optimal lief für Orkless. Entschuldigung, gar nicht wahr. Die haben den Spot hier gewonnen. Was erzähl ich denn da? Lief sehr gut sogar. Da hat man natürlich den KS gehabt. Der mit dem 4K hier aus der Runde rausgegangen ist. Das ist vorerst zumindest die letzte Angriffsrunde hier, die wir sehen für Easy Dream. Ja, auf Villa waren zumindest die ersten sechs Runden so ein kleines Geschwitze. Und hier geht es noch mal ein bisschen härter zur Sache. Gleichzeitig muss man auch sagen, Coastline ist natürlich deutlich ausgeglichener. Was Angriff und Verteidigung angeht hier. Und das wurde auch natürlich auch schon so oft gesagt, natürlich auch in vielen anderen Casts gesagt. Mit einer der kompetitiv reifsten Maps überhaupt hier bei Rainbow Six Siege. Das macht es auch gleichzeitig natürlich auch sehr anspruchsvoll, ne? Gerade wenn man dann so zwei geile Kontrahenten hat. Wie Easy Dream und Orkless. Ja, und wie gesagt, ich werde natürlich auch im Verlauf dieses Turnieres bis zum Ende der Woche hin natürlich auch hinterher swappen, also auch dann dementsprechend andere Teams für euch zeigen. Natürlich sind viele von euch auch gespannt, wie das natürlich mit G2 ausgehen wird, weil für die ist das jetzt auch mittlerweile die dritte Chance, die sie jetzt hier wahrnehmen, um bei den Six Invitationals dabei zu sein. Ja, so langsam wird es natürlich höchste Eisenbahn für sie. Also ganz eindeutig kann man das natürlich nicht mehr wieder sehen. Force eSport ist natürlich auch noch mit am Start. Vitality ist dabei, Team Secret ist da mit am Start. Also es kann von der Form her aktuell könnte man das sagen, aber eine Prediction darauf möchte ich nicht abgeben. Live aber auch hier schon mit dem Opening One und mit dem C4K. Er ist nochmal nachgelegt. Und wie gesagt, er spielt das wunderbar auf der Position. Ne? Bleibt er immer wieder an den Spot dran. P4 wieder einmal mit dem Reflex sind on Spot dran, die beiden hier. Sichtkontakt ist da, bringt aber gar nichts, denn der Freaky legt auch schon den nächsten hier flach. Und ja, da ist auch schon wieder KS wieder einmal mit dem letzten Kill. Wunderbare Angelegenheit. Und die 2-Punkte-Führung ist da. Das wäre jetzt wieder einmal Richtung Hooker. Nice one. Also, hier nochmal das Ganze aus der Wiederholung. Wir sehen es natürlich aus der Perspektive von Döser hier gerade, aber das bringt uns auch jede Menge gute View mit rein, was da eigentlich gerade passiert. Ja, da hat er ein bisschen gepennt hier beim Jäger. War da direkt nicht. Er ist auch ein bisschen so runtergetappt. Schnell kommst du halt nicht hinterher, je nachdem, wie du deine Maus eingestellt hast. Das ist auch gleichzeitig so ein Ding, ja, gerade die Teams, die wirklich immer an Offline-Events gewöhnt sind und da dementsprechend kompetitiv sehr, sehr stark performen, kann sich das Ganze natürlich hier in den Online-Events auch nochmal komplett mal drehen. Klar, dedizierte Server läuft definitiv besser, als kannst du nicht mit dem Rang vergleichen, um Gottes Willen. Darum geht es gar nicht. Ne? Aber offline ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Dann bist du halt immer wieder direkt am Point. Die Reaktion ist halt dementsprechend viel, viel schneller da. Du hast ja so gut wie gar keine Verzögerung. Ne? Jetzt, wie gesagt, der Rose Hope auch gleichzeitig mit am Start. Angriff und Verteidigung haben sich ja hier einmal zumindest die Seiten gewechselt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt liegt es auch gleichzeitig
an Orklis. Ne? Die müssen jetzt natürlich das Tempo vorgeben, weil als Angreifer gibst du halt nur mal den Ton an. Eine ganz klare Angelegenheit. Also man verzichtet wirklich hier auf den Thermite. Das ist das, was ich ganz am Anfang der Runde gesagt habe, beziehungsweise der Map gesagt habe. Thermite ist halt tatsächlicherweise unwahrscheinlicher, dass ihn jemand spielt, dann doch eher den Maverick, und so kommt es hier auch. Reicht ja an sich aus, also du kannst auch natürlich gar keinen Hardbreacher mitnehmen, das wäre auch möglich auf dieser Map. Und guckt euch das mal an, also der Spot ist ja komplett ganz woanders, aber die teilen sich hier gut auf, Dizzer und Kaoxys. Und da passiert es auch schon, Kaoxys hier mit dem Opening One. Freaky Down, gleichzeitig noch ein bisschen Backup hier von den Kokos über Sunrise Bar. Wie sieht es oben aus? Ist da irgendwie eine Kontrolle mit eingenommen worden? Es wird halt noch tüchtig ausgedroht. Ja, KS ist da oben dran. Wüsste sich natürlich, ob hier nicht der Puls irgendwo in der Nähe sein könnte. Der Puls war ja auch direkt unter ihm. Der ist ja immer noch hier Richtung Office am Start. Hey Tulko. Oh, jemand. Kai ist jetzt hier mit dem Ausgleich. Wichtig. Puls lebt noch. Ja. Und es gibt noch zwei weitere C4-Operator. Also alle drei C4s hier noch mit am Start. Das könnte gerade in den letzten Sekunden doch sehr brisant werden, wenn es dann drauf ankommt. Wir gehen nochmal kurz auf den Puls zurück. Er wird jetzt gecallt. Mal gucken, wird auch gleichzeitig gepusht. Bis jetzt passiert da nichts. Hat man den Maverick zuletzt dran. Er bleibt noch auf der Position, da er auch weiß, dass er die ganze Zeit hier von der Ella abgeaimt wird. Jetzt natürlich hier im Doppelpack die beiden unterwegs. Mal gucken. Ne, der Kaoxys macht sich mal eiskalt aus dem Staub. Und Prano hier mit dem nächsten Headshot an den P4. Läuft doch. Also, sah erstmal kritisch aus. Gleichzeitig die User hier mit dem Refrag. Und da gibt es auch schon den letzten Donkey Call. Also, das Guthaben ist hier erstmal aufgebraucht. Ganz schnell erstmal ein PayPal-Konto aufladen und direkt mal ja, Guthaben hier drauf klatschen. Für die nächste Runde zumindest. Wir haben eine 2 gegen 3 Situation. Die letzten 25 Sekunden laufen jetzt hier. Und jetzt kommt es drauf an. Orklis muss da ran. Ja, erstmal die Nate reinwerfen, denn da könnt ihr jede Menge Utilities rumfliegen. Schenker sich Kontakt. Jetzt kommt erstmal das Tier 4 geflogen. Connected nicht. Er reagiert auch natürlich direkt auf das Fenster. Mal schauen. Ja, ich höre auch so ein bisschen im Blickwinkel und wird rausgezogen. Schön nochmal geklärt. KS. Sehr, sehr wichtige Situation zum Schluss. 5 zu 2. Leute. Ich glaube, es geht so langsam auf die Decider-Map zu. Und wenn wir auf diese kommen, dann wird es auch noch mal ein bisschen kritisch. Ja, gucken wir uns erstmal die letzte Runde hier an. Schinker vielleicht ein bisschen zu früh gewesen mit dem C4. Er hat aber keine andere Möglichkeit, weil gleichzeitig Doki auch hier direkt mal reingebrettert ist durchs Fenster. Und dass natürlich der KS nicht sofort reingeht, war schon schlau gemacht. Wäre sofort, den hätte man sofort Tops genommen, wenn er da reingegangen wäre mit dem C4. Und jetzt 5 zu 2. So, 7 Runden sind gespielt. Runde Nummer 8 wird jetzt hier mit eingeleitet. Und so sieht es nochmal auf dem Scoreboard aus. Und der KS ist gerade on fire. Also, wir sehen es hier mit 14 Frags unterwegs bei Merlins Bad. Und ansonsten sieht es wie folgt aus hier bei Orklis. 7532 87222. Also, die haben sich auf jeden Fall auf beiden Seiten für ihre Maps drauf vorbereitet. Consulate, wie gesagt, wird noch ein bisschen schwitziger, ein bisschen nochmal anspruchsvoller. Da ist halt ziemlich viele Windows mit dem Repellen. Und mittlerweile ist es auch sehr, sehr beliebt, in der Garage zu spielen. Was sich natürlich im Laufe der Zeit auch so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Also ganz am Anfang wird halt immer als erstes Garage gespielt, dann schwappte das so ein bisschen rüber, dass man dann immer wieder Console Office und Meeting genommen hat. Und ja, ich glaube, seit Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres kam dann so ein bisschen nochmal der Umschwung, dass man dann wieder hauptsächlich beziehungsweise wirklich favorisiert dann immer wieder gerne Garage gespielt hat. Auf Coastline. Coastline schon, Consulate. Ich denke mal, dass es auch in dieser Begegnung nicht anders sein wird. So. Nichtsdestotrotz, Easy Dream entscheidet sich jetzt auch erstmal für Sunrise Bar und Blue Bar.
Jetzt natürlich auch die Control oben mit reinzubekommen, wäre gar nicht mal so verkehrt. C4, deshalb präpariert auch schon mal, ne? Er rechnet schon mit dieser Situation, dass sie da die Control oben mitbekommen wollen, um ihn dann natürlich aus der aus diesem Spot rauszudrängen, aus Office mit rauszudrängen. Jetzt wechseln sie noch mal, da kommt ihn, da ist Maus für den Nate, Fragnate war aber keine. Der Kreis. Ja, wenn er natürlich jetzt über die Main Lobby mit rein. Nein, will er gar nicht. Will er absolut mal gar nicht. Geh auf den. Echo ist da schon safe auf der Position. Muss aber schauen. Da kam schon die erste Fragnate. Connected nicht. C4 nach oben. Hat der Ash auch eigentlich gar nicht gejuckt. Also wirklich gar nicht getroffen. Hi, are you going to stream all of the qualifiers? Yeah. Cast you all the games, but I swap here from lower bracket to upper bracket, but at least I cast here semi-final and the lower final maybe too, and also here the grand final. This is definitely the games that I cast. Zack, hier P4. Yes, holen sie natürlich hier auf, ne? Es sah erstmal gut aus vom Angriffsstil her, und dann waren es wieder diese Zweikampfsituationen, wo wir sagen mal nicht, dass sie nicht koordiniert vorgegangen sind. Ne? Die haben da wirklich versucht, auch den Echo mit rauszuziehen. Vielleicht hätte man da wirklich versuchen sollen, einfach mal die Valkyrie da auszubrettern. Ganz einfaches Ding. Dann hätte man auch gleichzeitig Hallway Richtung Security natürlich auch schauen können. Es gab noch einen weiteren Defender, der sich auch Richtung Lobby und Service Entrance befand, beziehungsweise Richtung Kitchen Toilets. Der wäre vielleicht nochmal gefährlich geworden. Okay, Force hat beide Maps gewonnen. Also die sind dann dementsprechend schon mal hier, so wie ich das jetzt gehört habe, eine Runde weiter. Ja, tatsächlich. Also die würden dann dementsprechend als nächstes gegen Secret oder M&M spielen. Wir mal sehen hier. Der Rest spielt anscheinend noch. Also auf jeden Fall auch vielen Dank hier an die Zuschauer, die dann immer wieder die Informationen aus den anderen Streams hier mit reinbringen, dass auch hier jeder auf dem aktuellsten Stand ist. Die geht auf jeden Fall dementsprechend raus. Gucken wir mal, nächster Spot hier erstmal. Da können sie auch wieder hin. Richtung Booker. Ja, da können sie generell hin. Das war jetzt hier zuletzt auch Sunrise Bar, okay. Der Kitchen hat jetzt im ersten Anlauf nicht funktioniert. Für die Jungs hier von Easy Beam. Daher. Jetzt hat man mit Scoreboard. Wie gesagt, Delay von 4 Minuten 30 ist drin, liebe Leute. Nicht wundern, wenn ich da nicht sofort auf die ganzen Sachen reagieren kann. Aber wie vorher jetzt erstmal mit dem Opening Frag. Damit auch der Maverick direkt mal rausgebrettert. Also 13-8-2-2-2. 14-8-5-3-2. Bestimmt habe ich euch schon das Scoreboard gezeigt, während ihr geschrieben habt. Und jetzt seht ihr es halt dementsprechend nochmal. Macht aber nichts. Doppelt hält besser. So, den Angriffsweg. Wie will man denn jetzt einleiten? Turnen so ein bisschen auf dem Dach rum. Prano befindet sich unten Richtung Sunrise. Der könnte eventuell an den Keoxys jetzt treffen. Nehmt auch das Ganze, die ganzen Schinka mit dem nächsten. Jetzt beginnt hier tatsächlicherweise die Aufholjagd. Wäre natürlich bitter. Muss nicht sein. Ballert hier nochmal durch die Wall. Ein bisschen mehr wie halb HP, nicht direkt on point gewesen jetzt hier. Dadurch hätte er eventuell nochmal hier Damage anrichten können. Jetzt ist der Jäger zumindest markiert, bringt aber auch nichts, wenn ihn keiner jagt. Ah, die Technik. Oh, schön gemacht hier von dem Alive. Schöner Kobi. Nett mit anzusehen. Kleines Schwenkerli noch einmal hier für die Augen. Trotzdem Unterzahlsituation erstmal für Orkless.
Prado immer noch auf der Jagd hier nach dem Jäger. Und die verschwenden natürlich jetzt hier ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen wieder aufpassen. Also nicht, dass das Schema wieder reinkommt, was wir zuletzt gesehen haben auf Villa in den letzten Runden, dass man sich ja wirklich aus der Routine rausbringen lassen hat. Der Robus hier direkt mal zugeschlagen. Eiskalt. Kann auch nicht mehr viel machen. Ja, Doc ist nie mit am Start. Der Jackal kommt auch so langsam schon über VIP mit dazu. Hat auch hier jetzt. Okay, ob es ist. Hat ihn aber auch lange gesucht. Hat ihn jetzt auch mittlerweile gefunden. Ja. Aber was machen jetzt die Jungs hier von Oculus in den letzten 10 Sekunden? Die können sie da nicht mehr machen. Diffuser hat hier den der Alive mit dabei. Und sobald er reingeht, wird er hier von dem Schinker herzlich willkommen geheißen. Er muss auf den Frag gehen. Prano sorgt hier erstmal für den Ausgleich. Jetzt gibt es einen Sichtkontakt. Denn die Füße ist down. Prefire nochmal Richtung Hallway. Und jetzt müssen sie nur noch safe stehen. Und knapp. Knapp. Knapp mit der Contact-Net hier nochmal. Und damit steht es 5 zu 4. Tja. Mein lieber Scholli, Leute. Was ist denn da los? Gucken wir das Ganze nochmal hier aus der Wiederholung heraus an. Und dann müsste natürlich jetzt auch hier der schöne Kobi von dem Alive kommen. Zack. Einmal durch nochmal in die Wall Richtung Aqua. Kann sich sehen lassen. So, Hooker jetzt auch defenden können. Das Ding ist natürlich, die müssen jetzt auf Kitchen. Die könnten natürlich auch Penthouse spielen. Pff, macht aber keiner. Bringt nichts. Das ist, ich weiß nicht, dieser Spot ist halt wirklich schwer. Ist schwer zu halten. Warum? Man kann da relativ zügig auf ein Fastplant gehen, wenn man die bestimmten Punkte wie über Kitchen Toilets, dann über VIP Balcony abgedeckt hat. Und natürlich mit den jeweiligen Hilfsmitteln, mit den Utilities, da relativ zügig ran. Alles natürlich dementsprechend hinein. Und dann ab geht die Luzi. Und dann im Idealfall natürlich von unten nach oben auch noch halten, sodass man selbst nicht am Spot sein muss. Wie gesagt, schöne Runden, die wir jetzt gesehen haben von Oculus, die dürfen das nicht fallen lassen. Das ist für die natürlich auch wichtig, so lange wie möglich hier in den Upper Brackets zu bleiben. Ja, umso länger man oben bleibt, und sollte man trotzdem noch ein Spiel verlieren und dann in die Lower Brackets mit reinkommt, ist man trotzdem deutlich weiter vorne. Und das ist halt wie quasi, ja, Reservenbunkern. Porten. Kann man auch dazu sagen. Kitchen. Als Defending Spot. Da sehen wir auch absolut keine Reinforcements. Also wir legen da gar keinen Wert drauf, irgendwie oben das Ganze mitzuhalten. Lassen die Jungs dann lieber machen. Und da haben wir diesmal aber auch nur zwei C4 Operator mit am Start. Also den Puzzles hat man jetzt nicht mitgenommen auf Seiten von Easy Dream, was wir in deren ersten Defense-Runde auch gesehen haben. Da ist er durch, drohen sich zumindest mal vor. Und das haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft gesehen. Ne? Hier und da mal. Aber auf beiden Seiten, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch der P4 sehr, sehr oft für sich selbst gedroht, da durchgegangen. Kriegt hier oben noch dran. An dem Cool Vibes kriegt er sich drauf. Aktuell noch nicht. Jetzt weiß man aber auch, dass der Prano hier Richtung Billard unterwegs ist. Beste Möglichkeit, damit er irgendwie nicht in Gefahr kommt. Schöne Opening One hier nochmal von dem Freaky in diesem gleichen Moment, dass er irgendjemand mit C4 halt hochballert und ihn natürlich hier direkt mal aus dem Leben fördert. So. Fokus mit dem Refrag. Da kriegt auch der Freaky gleichzeitig Damage über die Blue Bar. Wenn nicht die alle stehen. Und immer wieder Damage hier mit angerichtet. Jetzt weiß er auch, dass er geflankt wird hier über Blue Bar Window.
die ziehen so viel Zeit raus bei den Jungs. Unglaublich. 3-4. Schön gemacht hier von dem Prano nochmal. Sehr, sehr wichtig. Wird zwar hier rausgezogen. Ist ja vollkommen Wayne. Ne? Dadurch kann man natürlich ein bisschen mehr Druck aufbauen. Das war halt unheimlich wichtig, dieser Move. Es ist noch genug Zeit da, um an den Spot ranzukommen. Vorteilssituation durch Mannstärke ist auch noch parat. Also. Jetzt ist es nur noch der letzte. Jetzt ist es hier nur noch Chinka. Also den müssen wir jetzt nur noch rauskriegen. Das hat man auch zuletzt hier wunderbar hinbekommen. Aufkitschen und wieder einmal erfolgreich. 6-4. Meine lieben Freunde, jetzt gibt es erstmal einen Matchball hier für Orkles. Entschuldigung, Mapball. Mappoint. So. Jetzt haben wir aber das Wort, was wir suchen. Gucken wir uns mal hier diese Szene an. In der Blue Bar selbst. Also wurde hier von mehreren Seiten natürlich immer wieder Druck mit aufgebaut. Alive schön hier den Kokos über Sunrise bei einem gleichen Atemzug mit rausgeballert. Und da ging ja auch die Ella flöten. Ja, es waren halt ziemlich viele Leute hier unterwegs, ne? Über Sunrise, Blue Bar und Office. Ja, die halten hier die komplette Flanke. Dass man sich im Nachhinein natürlich als Zuschauer fragt, so viele Leute dort standen, hätte man einfach Service Entrance. Ja, natürlich stellen sich die Jungs auch darauf ein. Also wenn der Call kommt, ey, die kommen von hier und von da, dann werden sie natürlich schauen, dass sie zurückrotieren. Und solange es den Call gibt, dass die irgendwie über Hooker, über Cool Vibes oder sonst wo angreifen, dann werden sie sich natürlich auch auf diese Richtung hin ausrichten. So, 6-4. Liebe Leute, wir haben natürlich wieder einmal Headpoint. Und so sieht es auf dem Scoreboard aus. Also KS jetzt in den letzten zwei Runden nicht viel mehr machen können. Also konnte sich jetzt in den Zweikämpfen nicht mehr durchsetzen. Macht aber nichts. Hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Auch im Verhältnis jetzt bei beiden Teams sehen wir halt, ne, 13-9, 14-9, dann 6-7-4, 4-5-2. Fast ähnlich tatsächlicherweise. Was wir im Verhältnis aber auch gleichzeitig sehen zu Orkles, im Verhältnis jetzt natürlich zu Easy Dream, dass Easy Dream untereinander auch sehr oft hier die Operator tauscht bei den Spielern. Wobei Orkles doch tatsächlicherweise statischer bleibt. Und jeder so seine festen Operator bis dato hat. Zumindest jetzt in den letzten Runden, das ist mir ein bisschen mehr aufgefallen. Und davon dann dementsprechend nicht abweichen. Ja, ich meine, zum größten Teil funktioniert es ja auch. Ne, so ist es ja nicht. Es kommt natürlich ein Spot, den sie hier nicht erfolgreich angreifen konnten. Die Jungs von Orkles. Beziehungsweise Easy Dream, das hier erfolgreich defenden konnte. Und zwar Sunrise Bar Blue Bar. Sledge hier mit einem bisschen Damage. Fast identisch Damage, den sie sich hier angerichtet haben. Einen Mut wieder einmal gespielt. Und gut aufgeteilt an sich, ne? Wir haben natürlich Shinka hier eiskalt den Prano rausgefrackt. Levin hat auch ein bisschen was abbekommen. Ein bisschen viel. Schon im Vorfeld so. Es kommt natürlich ein C4 nach dem anderen. Also, die machen denen gerade hier das Leben richtig zur Hölle. Also, das ist natürlich immer diese eine Runde, die man immer gewinnen muss. Auch egal, ob man jetzt bis 6-0 steht oder von mir aus 6-1 oder 5-1. Die letzten Runden sind von allen die schwierigsten. Unglaublich, der Shinka, der ist in dieser Runde aber richtig on fire. Last Man Standing jetzt hier damit, der Sledge kann da nicht mehr großartig viel machen. Also, dem sind die Hände gebunden. Er muss hier gegen 5 weitere Operator ran. Steht da ganz alleine. Also, BDS, so wie ich gehört habe, ja, 2-0 gegen X Game Ward gewonnen. Kann man so machen. Guck mal, ob es ja jetzt gibt es natürlich nochmal ein taktisches Timeout, so in dem Sinne. Wie kann man da nicht machen? Guck mal, der Echo. Ja. Ne, warum denn nicht? Jetzt kann man sich nochmal besprechen. Das ist halt unheimlich wichtig. Jetzt ist diese eine Chance, diese eine Runde jetzt, bevor man in die Overtime mit reingeht und das nochmal riskiert, das komplett fallen zu lassen, dass man sich da nochmal taktisch bespricht. Ganz klare Angelegenheit. Attackers recovered.
Aber bei G2 und Yanktis Blue gibt es aktuell noch kein Ergebnis. Aber ich muss auch sagen, Yanktis Blue ist natürlich ein harter Gegner. So ist es halt nicht, ne? G2 hin oder her. Easy Dream gewinnt erstmal hier diese Runde. Wie auch zuvor. Auf Sunrise Bar. Wie gesagt, bei Online-Turnieren ist halt immer so eine Sache, ne? Das kannst du nicht so einfach handeln und sagen, ja, so ist das, das ist halt G2 und die gewinnen halt. Ne? Das ist halt immer diese Überraschung. Ne? Natürlich wäre es hier schon ein krasses Ding, wenn sie es jetzt nicht schaffen würden. Aber dann ist es halt so. Kannst halt nichts machen. Dafür haben sie auch jede Menge Turniere gewonnen. Jede Menge Errungenschaften haben sie auch gehabt hier bei Rainbow Six Siege. Egal, ob sie jetzt unter der Flagge von Penta gespielt haben oder über bei G2, spielt gar keine Rolle. Die haben schon ordentlich viel gerissen. Und das muss natürlich auch ein anderes Team, ein anderes Five-Stack, muss das mal so hinkriegen. Ne? Dann kann man natürlich auch weiterreden. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Raven, genau. Also, der Spielername ist natürlich bei ihm ein bisschen abgekürzter. Wenn ihr auch direkt auf die ASL-Seite geht, dann seht ihr den Namen auch voll ausgeschrieben. So, jetzt aber hier eventuell schon eventuell die letzte Runde hier auf dieser Map. Das beschwören möchte man es natürlich jetzt erstmal nicht. Und es ist natürlich wieder einmal Kitchen, die wollen es jetzt hier probieren, die wollen es jetzt im dritten Anlauf schaffen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn es Easy Dream geschafft, dann geht es auf jeden Fall in die Overtime. Da gibt es nochmal maximal 3 weitere Runden. Gehen wir hier nochmal auf Orkless drauf, haben auch gleichzeitig die Gridlock mit am Start. KS bleibt halt, wie gesagt, hier auf seiner IQ drauf und der auch sehr, sehr starke Waffe. Ist aber auch schwer zu handeln, also man muss schon gut trainieren für. Und auch wichtig natürlich im Flow bleiben bei der Waffe, ne? Eine Minute gespielt. Nach der Drohnenarbeit würde man tatsächlich meinen, okay, die möchten jetzt die Control oben mit reinbekommen. Raven kann er natürlich auch als Sledger wunderbar arbeiten. C4 Operator haben wir da den Schinker. Der wird sich ja mit Sicherheit mit der Situation noch ein bisschen Zeit lassen. Da kommt auch kein anderer zu. Prano hier nochmal schön am Abdecken. Aber wenn wir das nochmal komplett aus dem Blickwinkel ansehen, C4 kommt geflogen. Connected nicht. Dass sie wirklich die wichtigsten Punkte abdecken. Und keiner kommt irgendwie auf die Idee, jetzt mal auf den Plan zu gehen. Außer der Live jetzt gerade. Aber der Schinker riecht hier den Braten. Kommt auch so ein bisschen zurück und kann auch den Opening Run gar nicht zurück. Aber zieht trotzdem den Opening Run. Und das ist, was ich meine. Also wenn wir jetzt auf Live gehen, traut sich nicht ran. Die trauen sich ja in die Situation nicht ran. Wenn man das Ganze natürlich im Nachhinein nochmal alles betrachtet, denkt man sich, oh mein Gott. Also, da hätte man echt schnell auf den Plant gehen können. Ist es nur einer und Spot gewesen. Oben ist keiner da, der irgendwie nochmal flanken könnte. Gleichzeitig natürlich hier auch schön abgedeckt Richtung Main Lobby. Das war auch der letzte Call gleichzeitig von der Dr. Ivy. Und jetzt entscheidet man sich, immer noch nicht. Immer noch nicht. Die letzten 45 Sekunden laufen hier. Da bin ich mal sicherweise gespannt. Schinker P4 nochmal nachgelegt. Live mit dem Refrag bringt aber nichts, denn die letzten 30 Sekunden laufen jetzt erstmal. Sie müssen an den Spot ran. Sie müssen entweder die Frags ziehen oder auf dem Plan. Refrag nochmal von dem Freak hier am Start gewesen. Aber er ist halt Last Man Standing. Und damit 6 zu 6. Also, schöne Führung, die wir eigentlich gesehen haben von Orkless. Wir hätten ja in Anführungsstrichen nur eine Runde gewinnen müssen. Hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt hier nochmal die Chance in der Overtime auch nochmal zusätzlich auf die Decider Map zu gehen. Wir notieren aber erstmal jetzt auch im dritten Anlauf erfolgreich gewesen für Easy Dream auf Kitchen. Ja, endlich sage ich mal so zu denen, weil die haben es jetzt wirklich
insgesamt dreimal versucht und erst beim dritten Mal hat es dann wirklich funktioniert. Wie kriegt man die Orkle-Sticker? Da musst du bei dem lieben KS subben. Ein Abonnement abschließen. So, jetzt aber hier. Gleichzeitig wechselt das Ganze natürlich hier von den Seiten her von Runde zu Runde. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Naja, los halt. Wenn du schon fragst, kannst du ja direkt erstmal einen Sub hier bei dem KS la lassen. Kannst erstmal hier den Chat voll spammen mit. Na gut, Easy Dream entscheidet sich natürlich da dementsprechend noch eine weitere Runde hier in der Defense zu spielen. Schwer zu sagen, weil auf beiden Seiten ja doch schon ausgeglichen, kann man so stehen lassen. Aber wenn Corey einen hat, dann auch bei dem Corey gerne eins da lassen. Also ich gucke nochmal hier in die Tabelle mit rein. Bis jetzt sehe ich, dass ich nur bei tatsächlicherweise nur BDS und Force E-Sport und der Rest spielt anscheinend noch. Ja. Jetzt haben sie natürlich auch hier ihren Favorite Spot ausgesucht, der am besten auch hier bei Easy Dream funktioniert hat. Und zwar Sunrise Bar, Blue Bar. Die spielen es immer wieder identisch, ob das jetzt Kitchen ist oder ob das Sunrise Bar ist. Also immer so wirklich an den wichtigsten Punkten das Ganze abgedeckt. Und jeder verlässt sich auch auf den anderen, dass er sich auch dementsprechend bei den Zweikämpfen durchsetzen kann und wird. Fokus jetzt in der Küche, müsste die Steps mitbekommen. Hört sich an, als würden Wikinger trommeln. So ungefähr. Wie weit sind sie jetzt auch nicht gekommen? Müssen jetzt mal schauen. 1,5 Minuten. C4 kommt auch noch mal hochgeflogen. Connected hier nicht. Das hat doch einen kurzen Blickwinkel drauf. Da wird ordentlich was aufgemacht. Ja, die schaffen es nicht irgendwie an den Spot ranzukommen. Wir gehen mal hier einmal die Attacker durch. Er wird halt durchgedrungen. Richtige Sichtweite haben sie auch nicht. Anhand der Overview sehen wir, okay, cool Vibes. Schön und gut. Und jetzt natürlich hier für einen harten Push oder schnellen Push auf den Spot zu spät, weil es wird halt gut abgedehnt. Wir haben den P4, der ist am Hallway dran. Kukus von der Küche aus kann natürlich auch hier mal ein bisschen das Ganze abaimen. Und da gibt es auch noch ein bisschen hier Backup von den Keoxys. Und die bleiben auch auf der Position, ne? So ist halt nicht. Die machen da keine Spielereien daraus. Die halten ihre Position so, wie es sich gehört. Und in den richtigen Momenten, gerade in den letzten Sekunden, macht sich das gerade erst dann richtig bezahlt, ne? Wenn man das genauso spielt. Die Fragnate kommt. Schinka ist einfach mal gar nicht beeindruckt und kann sich auch hier mit dem SMG-Battle gegen den Sledge, gegen den Draven durchsetzen. Ja, da hat er keine Chance mehr gehabt. Schön nochmal das Ganze von KS. Bringt aber auch hier nichts. Last Man Standing, dann mit der Prano. Und ja, battelt sich hier nochmal kurz ein bisschen an den Stairs. Aber er kann da nur absolut nicht mehr viel machen. Und so wie es aussieht, geht hier eine weitere Runde für die Jungs von Easy Dream. 7:6. Und jetzt sind sie selbst hier im Matchball und hier auf Sunrise Bar das Ganze nochmal halten können. Das ist natürlich jetzt hier gerade eine bittere Pille. Ganz klare Angelegenheit. Schlecht schlagen sie sich nicht, um Gottes Willen. Es sind vielleicht, weil eins, zwei Spieler, okay, das ist ein Substitute dabei. Klar. Und dafür sieht es nicht schlecht aus. Muss man dazu sagen.
Natürlich ist es auf, von unserer Sicht aus gesehen das Heimteam, ne? Was wir natürlich hier weiter spielen sehen wollen. Ganz klare Angelegenheit. Und ich bin auch guter Dinge, dass da noch mehr kommen wird. So ist es nicht. Das wissen wir auch alle. Wir wissen ja auch alle, wo der KS angefangen hat. Und er kann auf jeden Fall weitermachen. Genauso wie auch der Prano. Und Raven. Alive. Sowieso ein guter Spieler. Den hatte ich, glaube ich, bei dem... Wo habe ich den zuletzt gecastet? Ich glaube, das war bei den Challenger League Qualifiers war das. Da habe ich ihn das letzte Mal gecastet. So, jetzt wieder einmal nach langem, nach 7 gespielten Runden hier die Jungs von Orkless wieder einmal in der Defense. Ja, wurde mal Zeit, denken sie sich. Soweit präpariert, vielleicht noch ein bisschen Barbwire hier. Ja, wunderbar gesagt, getan hier. Kann man noch Gedanken lesen. Jetzt gucken wir uns mal grobe Aufteilung hier von den jeweiligen Operatoren an. Pff, gut, hat sich auch schon erledigt. Opening One hier, P4, wie schnell war er denn bitte durch? Also, Razzifazzi, lässt gar nichts anbrennen hier. Ganz schnell mal rein. Control Sunrise Bar. Einmal auch wunderbar. Hör mal, da haben wir schon einen vor der Linse stehen. Und so geht auch der Freaky direkt eiskalt flöten. Ja, wie gesagt, noch einmal hier Matchball, liebe Freunde, bevor es hier nochmal richtig zur Sache geht. Gucken wir uns mal ein Scoreboard an, wie es da aussieht. 18, 10, 10, 7, 4, 15, 10, 8, 8, 5 ist hier der aktuelle Stand. Und dann nochmal hier ein bisschen Power und das geben im Chat hier, meine lieben Freunde. Jetzt werden wir mal sehen hier, hinter der Bar. Mit ausgedroht. Also, es ist noch machbar. Es ist noch alles drin. So ist es nicht. Nur weil man einer weniger ist, heißt das nicht, dass man das Spiel hier verliert. D4 kommt geflogen. Ohne großartigen Damage, den er damit anrichten konnte. Wir hatten zuletzt auch den P4 hier Richtung Sunrise Bar. Ist immer noch in der Sunrise Bar drin. Und jetzt müsste er den nächsten nicht Kontakt haben, aber viel zu spät. KS hier mit dem Refrag. Wunderbar. Natürlich kein direkter Kontakt gewesen, hat ein bisschen länger gedauert, das Ganze. Warte, ah, da kommt die Flashnade. Der wird abgeaimt und KS hier mit dem nächsten. Dann ballert auch sein Lieblingsangriffsoperator raus. Und zwar hier die IQ. Live hier nochmal nachgelegt mit dem Headshot. Oh, Double One hier von ihm. Schön gemacht. Der Ox ist Last Man Standing und aber auch er ist hier History für diese Runde. 7 zu 7. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, Leute. Puh. Starke Eskalation, die wir hier immer wieder sehen. Was jetzt hier nochmal Richtung Hooker. Und jetzt kommen wir zur letzten Runde hier auf dieser Map. Also mehr geht einfach nicht. Mehr geht nicht. Das ist die 15. Runde, das ist die letzte Runde und die entscheidet einfach, ob es jetzt nochmal weitergeht und wir zur Decider-Map kommen, auf Consulate oder Easy Dream hier mit einem 2:0 gewinnt. Nochmal auf den Scoreboard drauf. Kai ist jetzt wieder zurückgekommen. In den letzten zwei Runden. Sehr, sehr wichtig. Aber auch was die Frags angeht. Ansatz fast gleich. Ja, okay. 2, 3 Frags Unterschied. Mein Gott. Gut. Goldwaage haben wir eh nicht hier. Können wir eh nicht daran messen. Aber was wir anhand der Spielweisen von beiden Teams messen können, ist sehr spannend. Es geht wirklich, wie gesagt, hier in die Overtime. Bis in die letzten Sekunden. Die lassen da. Die wollen auch nichts anbrennen lassen. Ne? Für Orkless ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass sie hier so lange wie möglich im Upper Bracket drin bleiben. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann würde es dementsprechend entweder Richtung gegen Chaos oder halt Pets Asleep gehen. Asleep. Gucken wir natürlich mal wieder mal. Also G2 und Young, das spielen auch noch. Harte Nummer. Chaos spielt auch noch, also die Spiele werden alle noch gleichzeitig mit ausgetragen. Und die sind natürlich auch wieder hier in der Defense drin. Easy Dream.
Küche mögen sie nicht so. Haben wir auch gesehen. Ja, wie gesagt. Mit dem Wort Oculus mag der nicht. Ich muss das mal irgendwann mal einstellen. Prano mit dem Opening Frag. Schon mal ein guter Start hier für Team Oculus. Den Jäger hier schon mal rauszufraggen. Gehen sie auch weiter voran. Ja, am besten natürlich konzentriert, ne? In eine Richtung gehen. Wir sehen auch, dass. Sag mal, vier, ne? On Spot sind oder close on Spot. P4 hätte vielleicht noch ein C4 Frag ziehen können. Lass das sein. Aber Zulu zurückzurotieren könnte gefährlich werden, weil der Life da dementsprechend abfangen könnte, würde. Man hat auch unten ausgedroht, hat den Mute ja auch gesehen, aber er hat sich schon längst aus dem Staub gemacht. Dann nutzt er auch die Zeit, um hier zurückzurotieren. Kai ist auch schon direkt hier auf seiner Position. Jetzt, wenn der Mute sich hier einmal kurz zeigt, macht er nicht. Er rotiert auch schon wieder weg. Schon mal die Leimfähigkeit. Ja, der Plant wird auf jeden Fall mal mit ausgeführt. Mal gucken. Und das Ganze wird auch wunderbar hier über das Window mit abgefangen. Also jetzt könnte er. Plant ist durch. C4 Frag ist da. 3 gegen 2. Jetzt geht natürlich das Gemetzel hier los. Die Schlachtbank ist eröffnet, meine lieben Freunde. Und da haben wir eine 2 gegen 3 Situation. Es muss nur noch abgegeben werden und einer kann natürlich auf den Konterdiffus gehen. Ist er hier mit dem nächsten Headshot an den Freaky. Prano Last Man Standing hat den ersten, hat den zweiten und dockt erstmal für den Ausgleich. 101 die Situation. Leute, die letzten Sekunden laufen und der Schinker kann dann nichts mehr machen. Ja, wunderbare Geschichte. Das heißt, wir gehen hier auf die Decider Map. 8 zu 7. Starkes Ding. Starkes Ding. Wow, was für Runden wir jetzt gesehen haben. Ne? Und zwar richtig close. Und Leute, ich weiß nicht, wie es hier gleich auf. KS hat Hammerrunde gemacht. Er hat Hammerfrags gezogen. Er hat so viel geregelt gerade hier mit. Das ist ein Teamwork, ganz klar. Man kann nicht sagen, okay, das war nur KS alleine. Nein, die anderen Jungs waren alle super. Ne? Die sind immer wieder auch auf ihren Taktiken geblieben. Das hat sich bis zum Ende, auch bis zu der letzten Runde, auch nochmal wirklich gut. Das haben sie gut durchgezogen, die ganze Rolle. Das hat wunderbar gepasst. Wir sehen hier auch dementsprechend gute Frags hier auf beiden Seiten. Und jetzt gucken wir mal drauf. Dass wir hier dementsprechend auf. Consulate gehen. Okay. So, die entscheiden sich jetzt hier erstmal für die Defense. Das Team Orange würde hier angreifen. Warum schreibt er das Ganze rein? Ganz einfach. Das Team, was die bessere Punktedifferenz hat auf den beiden Maps, kann auf der Decider Map entscheiden, ob sie zuerst angreifen oder verteidigen. Oder beide Teams entscheiden sich dafür, den Coin Flip zu machen. Das ist auf jeden Fall auch möglich.
Okay. Also die besprechen sie jetzt nochmal dementsprechend. Welche Seite sie. Also nehmen dann dementsprechend die weg. Blue. Orange greift als erstes an. Consulate. Already. Und dann können wir eigentlich hier schon direkt loslegen. KS sagt ready. IV sagt auch ready. Und damit würde ich mal sagen, hier ab auf die letzte Map. Ja, natürlich müssen wir das Ganze, was zuvor passiert ist, einmal hier löschen und machen daraus mal ein 1 zu 1. Also spannender kann es nicht werden. Habe ich mir auf jeden Fall eine gute Partie ausgesucht. Andere Teams können natürlich schon spielen, wiederum andere müssen auf uns warten. Und da werden wir mal sehen, wie das Ganze hier ausgehen wird. Also, wir fangen hier mit dem Bandor Prate an und als erstes fliegt hier der Thermite. Rotieren wir natürlich dementsprechend also schon mal einen wichtigen Hardbreacher von vornherein rausgekickt. Aber man hat ja noch Maverick und Hibana, so ist er nicht. Es läuft halt einfach nichts weg, ne? Nomad auch wieder einmal auf seitens von Octus, ja. Also die bestehen darauf wirklich, dass die Nomad nicht mit am Start ist. Ist auch ein gutes Ding, ist ein sehr, sehr starker Operator, also daher auch ein berechtigter Bann meiner Meinung nach. Und die Walküre da gleichzeitig auch nochmal mit rauszukicken, ist auch nicht verkehrt, denn ja, die macht natürlich auch nicht viel Trouble. Wie oft rennt da mal immer wieder einer raus, wie viel Info bringt auch die Walküre immer wieder mit rein, gerade bei diesen. Also Consulate ist ja dafür bekannt, ne, dass man dann mit den Weltcams, mit den Black Eyes wunderbar arbeiten kann, das Ganze natürlich dementsprechend mit anbringen kann. Da hatten wir jetzt nochmal die Valkyrie und als letztes nochmal einen weiteren Vision Operator aus der Defense heraus, der rausgebannt wurde. Das ist hier der Maestro. Damit stehen auch unsere gebannten Operator fest. Und somit geht es hier auf die letzte Map, auf die Decider Map. Und zu den letzten maximalen 15 Runden hier in dieser ersten Begegnung des Six Invitational Closed Qualifiers für das Jahr 2020, für die Weltmeisterschaft quasi, in Anführungsstrichen, für Rainbow Six Siege. Und die Jungs hier von Easy Dream entscheiden sich dann für die Defense. Mal checken, ob es irgendwelche Informationen natürlich gibt, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Ne, es scheint alles wunderbar zu laufen. Perfektes Ding. Kann ich das schon mal schließen? Jetzt können wir wieder ran. Also gucken wir uns mal den Aufbau einmal kurz an. Wir sehen hier, dass sie direkt Lobby spielen. Oben Reinforcements einmal Richtung Copy Room. Also Richtung Copy grundsätzlich. Spielen auch nochmal Yellow mit. Haben auch den Echo als Vision Operator mit dabei und gleichzeitig auch hier den Mosi. Ja, es gibt natürlich hier kleine Differenzen zwischen Mosi und Valkyrie. Im Großen und Ganzen sind sie fast das gleiche Prano hier mit dem Opening One. Legt er mal direkt los. Er hat natürlich auch schon gesehen, dass da zwei, drei kleine Glory Holes sind. Das heißt, irgendeiner aimt da schon ab. Aber das war auf jeden Fall gerade hier richtig geschmeidig. Das hat man, ne? Man kommt um die Ecke, dann steht da einer, Bams, und dann ist er weg. Ne? Wer kennt dieses Feeling denn schon nicht? Und so hat sich das auch gerade schon beim Zuschauen angefühlt, dass Prano sie den Flag gezogen hat. Und das ist er auch noch Richtung Connector oben dran. Zieht sich dann erstmal ein bisschen aus der Ferie. Hat aber auch gleichzeitig noch mal ein bisschen Cover hier von dem Schinker, der an den Yellow Stairs dran steht. Das ist gerade erstmal eine Minute gespielt. Und es ist natürlich auch unabdinglich, dass man erstmal die Control oben mitbekommt. Sobald dies erfolgt ist, kann man natürlich weiter runterarbeiten. Man kann auch über die Lobby Door natürlich ein bisschen weiter Druck aufbauen. Je nachdem. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Jetzt taumeln so alle so ein bisschen rum. Möchten dann nicht so ganz durch. Wen schickt man als erstes vor? Den Freaky. Er darf hier auf jeden Fall als Kanonenfutter dienen. Vielleicht auch nicht. Geox ist hier mit dem Opening One und Refract. Zumindest mehr als halb HP hat er hier verloren. Auf, ja, bei diesem riskanten Spiel hier gerade. Noch ein bisschen Damage.
Und das war auch die letzte Breaching Round hier von ihm. Echo müsste an sich noch an Yellow stehen. Ja, steht auch. Hat einen wunderbaren Winkel. Einmal Richtung Meeting, Hallway, Richtung Long Days. Und dieser steht auch noch, immer noch, Richtung... Puh, okay, vergessen wir das mal. Die letzten beiden Defender stehen jetzt hier oben dran. Jetzt könnte man auf den Plant gehen. Das könnte aber auch gleichzeitig fatal werden, denn die Echo-Drohnen, die Yukai-Drohnen sind mit Sicherheit aktiv. Zeit hat man. Also jetzt bloß nicht überstürzen. Wirklich sauber ausdrohnen. Der tappt auch schon. Der guckt jetzt rund. Also er ist schon unten am Spot dran. Bringt sich selbst nochmal die Vision mit rein. Jetzt weiß er zumindest, jetzt wissen beide, wer wo steht. Und da ist der KS auf jeden Fall erfolgreicher. Spielt hier nicht die IQ, sondern den Thatcher. Also starkes Brett hier. Starkes Dingen. Shinka, kann er noch was ausrichten? Naja, absolut gar nicht mehr. Und damit 1:0. Ja, orale. Also 1:0. Das Ganze hier auf Lobby. Da gibt es auch schon direkt die Info. G2 hat gewonnen. Also damit hier auf jeden Fall Einzug ins Viertelfinale. Und der nächste Gegner, beziehungsweise Chaos, hat auch schon gewonnen. Wir haben dann gespielt 2:0. Also waren auf jeden Fall auch bei denen richtig schwitzige Runden. Ne? Wenn wir jetzt mal bei uns schauen, so, wir hatten 7:3 und 8:7. Und sind halt knapp nach uns wirklich fertig geworden. Ich sag mal 4-5 Minuten später. Dann gab es auf jeden Fall auch knapp die Situation. Ne? Und G2 würde quasi jetzt als nächstes entweder gegen Salamander oder gegen Penta antreten müssen. Je nachdem. Und sollte auch das jetzt hier gewinnen, heißt der nächste Chaos. 2:0 gegen Pace, das Sleep gewonnen. Und wieder einmal der Versuch auf Lobby. Okay, die wollen sich auf jeden Fall wissen. Wieso das Ganze? Weiß ich nicht. Ah, man legt es halt drauf an. Vielleicht könnte das auch natürlich wieder mal so ein bisschen so die Taktik sein, den Gegner so ein bisschen zu readen. Man darf aber eins nicht vergessen, jede verschiedene Runde ist eine Runde, die man hinterher bereuen könnte, ne? Wenn diese genau fehlt. Mit wie viel Delay kommt der Stream? Der Stream kommt mit einem Delay von 4 Minuten 30. Das ist überall in der ESL mittlerweile standardkonform. Also es ist Pflicht, wenn man als Communitycaster zumindest, dass man hier mit einem Delay von 4 Minuten 30 das Ganze streamt. Da gibt es die erste Konfrontation. Freaky hier mit dem Opening One. Damit ist der Keoxys hier raus. Schön gemacht hier von dem Draven. Das war auch der zweite Frag. Wunderbare Angelegenheit. Schön abgewartet. Jetzt hat man ja die Vorteilssituation nach Mannstärke am Start. Das dürfen uns gerne zeigen, wie das Ganze hier ausgehen darf. Also wie gesagt, gewinnen sie das hier, geht es hier auf jeden Fall weiter gegen Chaos. Plant ist in Progress. Alles soweit fein. Prano mit dem nächsten. Oben wird abgeämt. Da steht aber eigentlich keiner mehr. Prano vielleicht nochmal mit dem zweiten, den er sich bedienen kann. Nö, live hat mich erstmal geschnappt. Und da kommt auch der letzte Frag hinterher von dem Prano. Und das jetzt hier mal eine Flawless Round von Team Oculus. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, was sie da spielen, ne? Vielleicht macht man es dem Gegner auch ein bisschen einfacher, indem man wirklich Multi-Twitch am Handy, ich glaube, das wird nicht klappen. Das tut mir echt leid. Das ist zu viel, weil das frisst enorm viel Rechenleistung. Das, ne, ist es auch, wenn du auf Multi-Twitch gehst, steht auch ganz explizit, du kannst halt so viele Streams, wie du magst, gleichzeitig schauen, solange deine Rechenleistung das packt. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Ich glaube, das packt ein Handy so nicht. So, Lobby hier auch im zweiten Anlauf. Wir gucken uns einmal hier
Opening Frags an, auf seitens von Arcless. Einmal hier der Freaky an den Keoxys und dann hat man noch den Draven gehabt. Das Ganze wunderbar hier. Und er hat ja nur darauf gewartet, dass hier jemand rausspringt. Wie gesagt, ohne Valkyrie ist natürlich hier ein bisschen schwieriger, wenn man die View nicht mit reinbekommt. So ist es halt nun einmal. Und jetzt entscheidet man sich hier Garage zu spielen. Also warum man jetzt die zwei Runden Lobby so explizit genommen hat, vielleicht wollte man eine Taktik, die man im Vorfeld, oder die zum Beispiel im Vorfeld gut funktioniert hat, hier nochmal unter Beweis stellen. Hat dann dementsprechend nicht so funktioniert. Wir sehen auch aktuell nur auf seitens von Easy Dream einen einzigen Spieler, der einen Frag hat. Der Rest sieht halt ausgeglichen aus. Und auch das natürlich hier wieder mal im Angriffsmodus drin. Ja, wir haben den Schinker, der steht zumindest Richtung Visa. Auch mit dem Castle Barrikaden habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Also, ne, die Mira ist ja nicht gebannt. Das heißt, man könnte mit der Mira spielen oben, also quasi Taktik, habt ihr alle schon gesehen. Ja, mit den Straßenbarrikaden, da muss halt kein Mira-Fenster dran. Ne? Du, kann natürlich auch nach hinten losgehen, das Ganze. Aber hier konzentriert man sich auch hier aus der Decke raus, erstmal an die Wall. Gucken, ich meine die auf. Zumindest versucht man sie nochmal mit den Pellets von der Hibana, aber der Keoxys wird das Ganze wahrscheinlich hier nicht 100% eindämmen können. Ist natürlich First Panel hin. Also First Panel kann jetzt natürlich easily mit aufgebreached werden. Das ist natürlich wahrscheinlich das, was wir haben wollten. Kokos auch hier schon irgendwas gesehen. Das war wahrscheinlich nur eine Drohne oder sonst was. Der Freaky versucht es hier nochmal, indem er oben das Ganze clearen will. Sobald er diese raus hat. Die Taktik ist wirklich nicht schlecht, ne? Die spielen da auf allen drei Ebenen gleichzeitig und decken an sich die wichtigsten Punkte ab. Die Achillesferse, wie wir auch gerade sehen, ist es nur einer on spot. Hätte klappen können. Gumain hat das Ganze so ein bisschen eingedämmt. Mal gucken. P4 steht auch nochmal hier Richtung Piano. Hat auch kurz Sichtkontakt hier. KS mit dem Opening One. Und ich glaube, jetzt geht es hier richtig los. Oh, Draven hier. Wunderbar gemacht. Gut aufgepasst. Hier war aber auch irgendwie leichtsinnig gewesen, was wir gesehen haben von Dürser. Also, er hätte eigentlich den Frag haben können. Hat aber nicht. Der Plant ist in Progress. Schicker mit dem Refrag. 2 gegen 2. Und da ist der Plant auch schon durch. Und tja, da kommt auch viel zu spät hier der Castle, dass er irgendwie den Frag ziehen könnte. Und Last Man Standing bleibt damit hier der Schinker. Er muss sich jetzt hier gegen zwei weitere Operator beweisen. Kann er das schaffen? Er hat hier die T5, aber er kriegt den Blickwinkel nicht drauf. Das ist natürlich. Und oben steht auch nochmal gleichzeitig der Prano. Er kriegt das anhand des Sounds mit. Er könnte natürlich das Risiko eingehen, hier runter zu droppen. Und jetzt ist es hier passiert. 101 die Situation. Gleichzeitig ist auch hier Cam raus und der Prano rechnet genau. Oh, sehr, sehr close. Und jetzt kann er es vielleicht nochmal schaffen. Wenn er das die ganze Runde jetzt hier umdreht, nein, die Zeit ist einfach viel zu knapp dafür. Das schafft er nicht. Trotzdem, nice try. Schafft er aber nicht. Viel zu knapp das Ganze hier. 3 zu 0. Daher jetzt hier. Das war echt, das war close hier nochmal, ne? Er musste es halt eingehen. Er musste diesen Frag ziehen, bevor er überhaupt auf den Counter-Defuse geht. Vom zeitlichen her war es einfach viel zu knapp. Gleichzeitig der Prano hat das safe gemacht. Er hätte runterdroppen können. Er hätte den Refrag eventuell ziehen können. Er hätte auch das Ganze aber auch verpassen können. Und dann legen auf einmal beide down. Das wäre natürlich umso mehr unlucky gewesen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal das Gebettelt hier an den Yellow Stairs, was da abgegangen ist. Also wirklich, einer fällt hier nach dem anderen runter. Das ist hart, das ist geil und das ist Rainbow Six Siege und das macht Spaß. Ganz klare Angelegenheit. Und da geht der Plant auch schon durch. Und da zieht er sich auch nochmal hier aus der Affäre zurück. So, warum soll ich da noch stehen und das Risiko eingehen? Der Plant ist ja eh durch. Sobald er reinkommt, habe ich ihn. Daher taktisch sehr gut gespielt hier nochmal von Prano. Das nochmal als explizite Erwähnung. So, 0-3. Also 3-0. Dementsprechend Garage hier auch erfolgreich attacken können. Bis jetzt sieht es nach einer eindeutigen Sache aus. Erstmal, wenn man überlegt, so wie es erstmal auf Villa zur Sache ging, ja, die ersten drei Runden schön abwechslungsreich immer hin und her geswappt, mal das Team gewonnen, mal das andere Team gewonnen und dann in den letzten drei, vier Runden auf Villa, also auf der ersten Map,
konnte ich dann Easy Dream dann komplett mal absetzen. Also in dem Sinne natürlich, dass es war immer wieder knapp. Es waren immer wieder wirklich harte Situationen auf beiden Seiten, aber da konnte Easy Dream immer noch die Kurve in dem Sinne nicht kriegen. Das wäre jetzt der falsche Ausdruck dafür, sondern eher, dass sie wirklich es in den letzten Situationen diese Coolness hatten, so einfach locker geblieben sind, wirklich dann explizit einfach das Ganze durchgezogen haben und so konnten sie auch mal in den kritischen Situationen in den letzten Sekunden immer wieder die Runden für sich entscheiden. Dann natürlich sehr, sehr abwechslungsreich und mega ausgeglichen auf Crossline, was wir da gesehen haben zwischen den beiden Teams. Es gab, glaube ich, nur maximal 2 Punkte Führung von den Runden her, mehr war da nicht drin gewesen. Ansonsten immer wieder abwechslungsreich und dann vom Comeback kannst du da auch nicht sprechen, weil es ging halt immer hin und her, das kannst du nicht als Comeback nennen. Konnte sich da nochmal zum Schluss in der letzten Runde hat Ork das wirklich sehr, sehr souverän meiner Meinung nach gespielt. Das war nochmal, da haben sie sich, da hat man gemerkt, okay, die haben sich jetzt gefunden. Ja, das hat gefluppt. Das hat einfach Bock gemacht, dann in der letzten Runde nochmal zu sehen. Guck es jetzt aber jetzt erstmal mit dem Opening Frag und jetzt zeige ich das auch so ein bisschen so ab in den ersten 3 Runden. Ich bin aber halt gespannt, wie es nochmal weitergehen wird. Wichtig ist natürlich, sich nicht auf diesem Polster auszuruhen, weil das kann so schnell flöten gehen. Und gesagt, getan, der Alive hier mit dem Refrag am Start. Und der kann auch auf dieser Map sehr, sehr gut performen. Da habe ich ihn auch schon sehr gut und stark spielen sehen. Da hat er aber auch, glaube ich, öfters die Ashe gespielt, so wie ich das in Erinnerung habe. Macht aber nichts. Also der Freaky ist ja auch ziemlich stark unterwegs. Kokos hier mit seinem 2. Kill. Auf den müssen sie aufpassen, ne? Weil der hat hier gerade Bock, das merkt man hier. Und jetzt ist der P4 nochmal runtergetappt. Bringt ihm aber absolut gar nicht. Der Freaky hier gut aufgepasst. Ausgleichssituation 3 gegen 3. Wir haben immer noch den Kokos hier oben dran. Immer Connector. Immer wieder mal an die Hedge. Jetzt weiß er zumindest, dass unten jemand ist. Und der Call wird auch wahrscheinlich explizit gegeben, dass hier am Meeting jemand steht. Ja, 1 Minute noch zu spielen. Wie sieht es hier seitens der Attack aus? Wir gucken uns das Ganze nochmal hier aus der Overview an. Prano an dem Balcony. Gibsa und Schinke auch relativ, also sind schon relativ close beieinander, die Defender. So ist es nicht. Die sind jetzt nicht grob aufgeteilt. Der Freaky müsste natürlich jetzt auch so langsam mit dazukommen, sonst wird halt zeitlich sehr, sehr eng. Weil so legt sich immer, gibt es halt immer wieder diese 1 gegen 1 Situationen. Das Ganze immer auf 50-50 zu legen, ist halt kritisch, ne? Muss man auch ehrlicherweise eingestehen. So, mal gucken, da kommt nochmal die Flash hier von dem Prano. Er provoziert natürlich den Kokos. Wird er da drauf eingehen? Ich weiß es halt nicht. Er bleibt halt die ganze Zeit safe auf der Situation. Jetzt hat er Sichtkontakt und Schinka und Kokos hier mit den nächsten 2 Frags. Und da ist auch schon getan hier. Damit geht eine Runde hier auf Consulate auf zu Easy Dream. Wurde auch Zeit, dass sie das, dass sie da mal ein bisschen nachziehen, denn es soll ja schließlich auch spannend bleiben, ne? So ist es halt nicht. Das Ganze war jetzt hier einmal Richtung Konsul. Da kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen. So ist es nicht, ne? Wo gehen wir diesmal? Okay. Wieder einmal der Versuch, Cafeteria Garage. Bandit Legion, Castle, Mute, Jäger. Die Konstellation haben wir im Vorfeld schon so gesehen. Aber nicht hier mit dem Kaid als 6. Pick. Und das ist halt, was ich meine. Wenn man jetzt nochmal die letzten Runden sich mal so vor Augen hält, das hatten wir auch auf Coastline so gehabt, dass wirklich Orkless auf ihren Operator bleibt. Ne? Wichtig natürlich, man muss sich auch so ein bisschen in die Teams hineinversetzen. Warum machen die das so? Warum ist das auch wieder variabel? Weil sie noch nicht 100% aufeinander abgestimmt sind. Das sind halt auch nochmal neue Spieler mit dabei und die müssen sich finden. Und es ist schon eine schlaue Herangehensweise zu sagen, okay, jeder hat eine bestimmte Aufgabe und wir gucken einfach, wie weit wir damit kommen. Fertig aus. Weil wenn die anfangen, mal hin und her zu swappen und dann mal so zu machen und dann auf einmal macht jeder, was er will, das kann natürlich komplett eskalieren, das kann richtig nach hinten losgehen. Daher haben sie wirklich erstmal eine gute Wahl getroffen und ja, ich sag mal so, nach 3 Maps, während der 3. Map, sieht es auch so tatsächlich besser aus. Oculus vor, noch ein Tor oder so. Ja, Gol, 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 Gol. Ja, so kann das auch natürlich gehen. Ja. Kann man natürlich auch machen. Wir sehen halt die Reinforcements nochmal oben. Wahrscheinlich auch das gleiche Spiel, dass sie nochmal versuchen werden, das Ganze zu halten. Aber den Echo haben sie jetzt natürlich rausgelassen.
Ja, Lazo, warum spielst du nicht mit? Ja, zwei Hardbücher haben sie zumindest jetzt hier mitgenommen. Und Thatcher haben sie auch dabei. So ist es halt nicht, ne? Aber die wollen hier die Wall komplett mit aufmachen. Also ich krieg's zumindest nie hin mit dem Maverick, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin auch kein Maverick-Spieler oder sonst irgendwas. Aber ich habe es auch noch nie versucht, irgendwie in irgendeinem Game mal auszuprobieren, wie ich das machen könnte. Die erste Electro-Claw ist raus, die zweite auch. Und so kann man die Wall aufbreachen. Life hat das Ganze jetzt mitbekommen. Und da gibt es auch schon die Kontrolle. Es müsste eigentlich zum nächsten Sichtkontakt geben. Die Ash ist relativ groß jetzt hier bei dem Shinka dran. Und jetzt achten sie sich da drauf. Schön gemacht hier. Wunderbarer Double Frag hier von dem Shinka. Also, das schmeckt auf jeden Fall. Schön abgewartet, die Situation. Da hat man einfach in der Situation gepennt. Das war unheimlich wichtig gewesen. Man hat eigentlich ziemlich gut jetzt die Kontrolle oben dran. Aber genau mit dieser Situation hat man nicht gerechnet. Und da wurde man auch eiskalt für bestraft. KS jetzt erstmal mit dem Refrag an den Kokos, der auch in der letzten Runde eigentlich ziemlich viel Trouble gemacht hat. Ist halt dementsprechend gar nicht mal so verkehrt jetzt. Trotzdem Vorteilssituation. Ja, von oben. Eiskalt hier. Guckt euch das an. Ja, achtet man nicht darauf. Das war jetzt natürlich ein bisschen nachlässig gewesen. Da muss man halt aufpassen, dass man in der Routine bleibt. Man könnte auch gleichzeitig sagen, okay, das war vielleicht so ein taktisches Spiel. So, ne? So, ja, komm, wir können das hier nicht so. Das ist nicht unsere Map. Und dann mal, denkt man, okay, komm, wir können das so und so machen. Dann wird man... Das sind halt diese psychologischen, taktischen Spiele, die man gegeneinander betreibt. Also, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, dass es so ist, aber anhand der ganzen Spiele, die ich auch gecast habe und das immer wieder so betrachtet habe, es ist so, es werden halt diese taktischen Spiele gemacht. Ne? So ist diese psychologischen Spielchen. Aber hier heißt es erstmal 3 zu 2. Also, Aufholjagd. Eine Runde haben sie hier noch in der Defense. Danach gibt es den Rollswap, wie immer. Penta hat verloren. Ja. M&M ist ja auch nicht schlecht, ne? Muss man auch so sagen. Ach, jetzt bin ich ganz woanders. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz woanders. Salamander hier gegen G2. So, die werden jetzt miteinander spielen oder gegeneinander spielen. Und da wird es nochmal hier richtig heiß. Da wird es nochmal richtig zur Sache gehen. Geiles Brett. Ja, nicht schlecht, ne? Salamander, hier wurde es auch schon öfters reingeschrieben. Salamander natürlich sehr, sehr stabil unterwegs. Auch in den Open Qualifiers haben sie ziemlich gute Partien gelegt. Oder Partien, besser gesagt. Haben wir auch den Sir Boss hier jetzt mit am Start. Wenn ich mich nicht täusche, also laut der letzten Information, die ich erhalten habe. Das war mal ab hier. Aber vom zeitlichen her sind wir noch gut dabei. Passt alles. Ein Spiel findet halt früher statt, das andere später. Macht aber nichts. Das stört uns halt dementsprechend nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob alle Spiele gleichzeitig starten werden oder ob man da einfach wartet. Ich kann es halt nicht genau sagen. So, vorerst die letzte Runde jetzt erstmal in der Defense. Auch seitens von Easy Dream. Admin Control ist da. Kokos hier nochmal schön den Frack, den Opening One gezogen. Also, bei dem muss man echt aufpassen. Guckt den P4 jetzt hier nochmal. Und das ist das halt, was ich mal. Auf einmal sind sie da, auf einmal eskalieren sie komplett. Ja. Zweimal Lobby, einmal Garage liegen lassen und dann auch auf einmal so ein Ding, ne?
Na, jetzt. Der Kokos riecht so ein bisschen mit. Das ist natürlich an der Main Lobby da. Der Prano, aber ich glaube, der repellt einfach nur. Okay. Situation immer noch für ihn mit am Start und da kommen sie wieder mit ihrer aggressiven Spielweise, was wir natürlich auch schon in den ersten Runden und auf der ersten Map gesehen haben. Prano 2 hier mit dem Refrag und jetzt müssen sie natürlich schauen, dass sie da auf die Situation klarkommen. Das ist unheimlich wichtig. Okay, Ox ist hier mit dem Headshot an Prano. Jetzt Last Man Standing. Draven. Also, viel kann er jetzt natürlich hier in dieser Position nicht machen. Ich gehe nochmal hier in die Lower Brackets mit rein. Ja, die Combo 1 natürlich immer. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, natürlich Orphless oder dementsprechend Easy Dream in den Lower Brackets spielen würde. Patokalypsa. Pets Sleep oder Ex Game Ward. Und Panther Scorch spielt auf jeden Fall jetzt gegen Yanktis. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Das steht definitiv mal fest. So, 3:3. Roll Swap ist auf jeden Fall da. Und so sieht es auf dem Scoreboard aus. 7-4-4-4-2 und 2-4-6-4-3 der aktuelle Stand hier. Ausgeglichen zur Hälfte der Map. Ja, ist natürlich unlucky, muss man dazu sagen. Im dritten Anlauf hat es jetzt auch auf Lobby funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie erstmal finden mussten. Also wie gesagt, ich lasse es einfach sein, weil ich habe da so meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das auch so macht oder gar nicht darüber redet, wenn ihr sowas macht. Ja, ist es schon auf jeden Fall, es bringt Vorteile mit, ne, wie wir es hier gerade sehen. Drohnen werden erstmal abgestellt, überall taktische Outside-Drohnen, wie man sie natürlich sehr, sehr gerne nennt. Und der erste Spot, den wir hier sehen, auf Seiten von Orklas, den sie versuchen hier zu defenden, auf Console Office Meeting. Zwei Vision, drei Vision Operator, also ja, halber Vision Operator, kann man hier den Puls auch tatsächlich nennen. Der Standardweg natürlich hier, die Control reinzubekommen. Sag ich mal, erfolgreich den Spot mit anzugreifen und den im Idealfall natürlich den Plant einzuleiten. Kann man über Admin machen, ja, wenn man die Control mitbekommt, dann weiter Druck aufbauen. Die Hibana hat man noch dabei. Das heißt, man könnte quasi über Copy hier die Wall nochmal Richtung Meeting mit aufbreachen. Es gibt natürlich auch viele andere Wege. Du kannst auch gleichzeitig hier, wie wir schon von dem P4 sehen, einfach mal über Yellow mit hochkommen und den Opening Frag ziehen, so eiskalt wie er das hier gerade durchzieht. Kokos ist auch schon mit am Start, also die haben die Lücke nämlich direkt mal lokalisiert. Das ist wie natürlich den Angriff über den Strafraum mit dem Ideal und dem Steilpass natürlich vorzulegen. Gleichzeitig sehen wir aber auch hier von dem Graven und dem Prano die Refrags. Schön das Ganze nochmal hier handeln können. Trotzdem sind sie on spot dran. Da steht auch schon der nächste am Window und sehr, sehr leichtsinnig hier von dem Kaoxys. Kann sich trotzdem gegen den KS durchsetzen. Plant wird hier schon mit eingeleitet und dadurch, dass auch der Echo hier down ist, kann das Ganze natürlich durch die Yuka-Drohne nicht denied werden. So, zweiter Versuch hier nochmal. 2-3. Richtiges Getümmel hier in den letzten Sekunden, was wir hier sehen. Und nicht mal 1,5 Minuten. Wo gucke ich denn gerade hin? So fühlt sich zumindest gerade an, als wären es wirklich die letzten Sekunden. C4 hier nochmal gewastet. Prano hier steht immer noch Richtung Connector. Immer wieder hört er den Sound, dass der Plant mit eingeleitet wird. Es wird immer wieder gebaitet, das Ganze. Mal gucken, kann das jetzt diesmal schaffen. Er weiß, wo er steht und wunderbar gemacht hier von dem Prano. Unheimlich wichtig. Last Man Standing. Damit hier der Dimsal. Er steht noch. Eigentlich gut gesehen, die Lücke, ne? Haben sie wunderbar gemacht. Die haben gesehen, okay, ey, da steht absolut mal gar keiner Richtung Console Office. Also gehen wir da mal ran, machen da auf jeden Fall mal Trouble und warten. Kobe hier von dem Düsser. Boah, das war ein richtiger Kobe. Also das war nicht nur einfach die Fragnate, sondern er hat die wirklich zack durch ein Loch durchgeschmissen. Volle Punktlandung. Das war auf jeden Fall ein Dreierkorb.
Was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Jetzt haben wir hier die 101-Situation. Er hat natürlich auch die seitliche Rotation hier von dem Prano mitbekommen. Er sieht ihn halt immer wieder, ne? Ob der Prano das auch weiß, er muss es halt irgendwie predikten können. Er muss es halt irgendwie machen. Und er schafft es trotzdem. Unglaublich. Er schafft es hier trotzdem, die Runde einfach mal zu vollenden. 4-3. Hut ab. Hut ab. Wie gesagt, also der Kobi, ey, boah, Leute, ein geiles Ding, ein geiles Brett. Dass wir jetzt hier nochmal auf Console Office erfolgreich. Ja, P4 ist auf jeden Fall, das ist ein guter Spiel. Also Easy Dream sowieso. Die sind da stabil unterwegs. Die haben jetzt auch auf einmal fast alle identische Fracks, so wenn wir uns das mal anschauen. Ja, der Prano kommt doch hier auf Consulate ein bisschen besser zurecht. Attackers need to locate and defuse bombs. Ja, es kann sein, ne? Youngtis kann das echt machen. Also man darf halt nicht vergessen, wenn die in die Lower Brackets gehen, die müssen sich, die Teams müssen sich da richtig einen abstrampeln. Ne? Das ist echt nicht einfach, ne? Und dann nochmal zweimal quasi das Lower Final spielen, in Anführungsstrichen, und dann nochmal in Grand Final rein zu. Boah. Danach wäre ich komplett fix und foxy. Hätte absolut mal gar keinen Bock drauf. Einmal erstmal der Versuch auf Console Office und Meeting. Dog, Smoke, Jäger, Mosey und Impuls. Also ein Echo lässt man diesmal sein. Der KS hat sich ja dementsprechend erstmal für den Smoke entschieden. Einmal auch der gleiche Angriffsweg, den sie hier anhält. Aber diesmal steht der KS auf der richtigen Position, auch mit dem ADS, sehr, sehr wichtig. Vielleicht, okay, Baumfeuer habe ich jetzt auch gesehen. Okay, haben sie auch mit da dran. Und P4 jetzt hier wieder einmal mit dem Open. Der geht da immer mit Schmackes dran, ne? Also die Smoke Nades kommen auch relativ früh. Ich glaube, das ist denn hier? Ja, der P4. Der schon auf der Jagd hier ist, wie ein Reptile, der will wirklich seine Kills haben. Ne? Zweite Smoke Nade jetzt auch schon mittlerweile raus, ohne irgendwie jemanden Damage angerichtet zu haben. Damit bleibt nur noch eine übrig. Ja, er muss sich natürlich hier ein bisschen daran bedienen, er muss ein bisschen so die Zeit rausstehlen. Was anderes bleibt ihm jetzt natürlich auch nicht. Ja klar, im Idealfall behält er die Smoke Nades und wartet auf die richtige Situation dafür. Ich sag mal so, gerade für die Close Range könnte auch seine Pumpgun auf jeden Fall usen. Der KS, ja, gibt es auch schon die... Boah. Eiskalt, eiskalt. Jetzt geben sie hier richtig Gott. Die wollen das hier wirklich wissen. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Da ist er schon durch. Da ist er schon durch. Und jetzt hat er auch schon den nächsten hier gefragt. Unglaublich Action. Da wird Orkless gerade wirklich dezimiert. Das muss man einfach mal so festhalten. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern ist es halt einfach so. Weil die spielen das hier gerade richtig stark runter. Freak hier nochmal aus der Rückrotation. Giants hat sich durch Pro League qualifiziert. Für die Frage jetzt nochmal an Phantom. Du hast ja bei den Pro Leagues mehrere Spots zur Verfügung. Oder habe ich. Giants ist ja qualifiziert, das ist richtig. Oder habe ich es doch richtig verstanden? Fünf zu drei, ja. Das schmerzt auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt anschaut. Also die ersten drei Runden, top, ging flüssig runter, wie Buddha.
Und dann kommt auf einmal Sand ins Getriebe. 957-46-83543. Daher jetzt erstmal der aktuelle Stand. Unheimlich wichtige Partie natürlich auch, wie gesagt, für beide Teams, weil umso länger man drin bleibt, umso besser ist es. Jetzt mittlerweile entscheidet man sich auch hier für die Garage. Schritt auch hier Richtung Hallway mit Richtung Security auch angebracht. Ja, wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, die haben natürlich auch hier ein, zwei Spieler, die jetzt auch neu dabei sind. Ja, da haben wir sie natürlich, hier den Freaky und den Alive. Dafür ist das schon gut, man muss das echt sagen. Also das habe ich jetzt schon mehrmals jetzt in diesem Cast jetzt erörtert. Ja, wichtig für euch natürlich, wenn ihr euch das Ganze im Nachhinein nochmal anschauen wollt und ihr findet das nicht auf Twitch, keine Sorge, einfach auf YouTube gehen, innerhalb von 24 Stunden lade ich einmal die Videos hoch, also ohne das Gelaber davor und danach, sondern wirklich explizit das Spiel. Und da könnt ihr euch das Ganze nochmal in der Wiederholung gönnen. Ah, nur, falls natürlich die Fragen aufkommen, wo ist auf einmal das Video hin? Findet ihr natürlich auch hier unten auf dem Twitch-Kanal. Ist überall verlinkt, auch auf Twitter. Und gehen wir mal hoch. Der P4 wieder im Anmarsch. Und auch wieder hier mit dem LMG auf Start. Bin mal gespannt. Sind insgesamt drei oben unterwegs von den Roman, ne? Vier sogar, also damit wäre ja nur einer und spotten, das wäre hier der Bandit. Ne, wollte schon sagen. Sah nur so aus. Sah nur so aus. Wir haben 1, 2 und der Alive befindet sich Richtung Spiral Stairs. Gucken, ob das erstmal einen Sichtkontakt gibt. Ja, der Dipsack kriegt das Ganze natürlich hier mit, aber KS hier mit dem Opening Run. Okay. Pre-Fire as well hier durch die Wall. Vielleicht kriegt man ja jemanden. Und auf jeden Fall natürlich wichtig, hier die Teams hier im Chat mit zu supporten. Hier vor jetzt erstmal mit dem Ausgleich. Und da ist auch der Jäger nicht injured, sah erstmal so aus. Mal gucken, kriegen wir jetzt wieder einen Kobe zu sehen. Er nimmt sich die Zeit. Er nimmt sich die Zeit. Und da hat das geregelt, hat dieser hier. Konnte sich in dem Zweikampf. Mehr oder weniger, es war noch nicht mal ein richtiger Zweikampf, weil Jäger sich ja wirklich dann versucht hat abzusafen. Resetzen konnte. Wird die Zeit ein bisschen knapp, aber gleichzeitig haben die Wall auf. Und auf dem P4 kann man sich natürlich immer wieder verlassen, ne? Er brettert immer wieder durch. Jetzt gibt schon den nächsten Zweikampf. Gucken. Der Draven. Kann er nochmal was machen? C4 hat er zumindest nicht mehr mit am Start. Die letzten 20 Sekunden laufen ja auch schon runter. Dann wird einfach mal eiskalt durchgeschossen durch die Wall. Und connected natürlich auch. Idealerweise. Live jetzt hat natürlich wahrscheinlich der Backstep-Versuch angedeutet. Gucken. Jetzt gibt es den Sichtkontakt. Bringt aber nichts. Dieser mit dem letzten Frag. ...6:3. Das Ganze, und damit haben wir ein Matchball hier für Easy Dream. Also jetzt geben die hier nochmal richtig Kette. Garage hier erfolgreich angegriffen. Jetzt wollen wir mal sehen. Die müssen, Orkles muss natürlich jetzt hier drei Runden in Folge gewinnen, um in die Overtime zu kommen. Und wenn sie in der Overtime sind, dann müssen sie noch zwei weitere Runden gewinnen. Das ist halt unabdinglich, um in dem Upper Bracket zu bleiben. Das ist wichtig. Sollten sie natürlich jetzt in diesem Spiel verlieren, geht es ja weiter. So ist nicht. Es geht ja nichts verloren. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen. Also jetzt Lion, Hibana, Thatcher, IQ, Buck und Jäger, Bandit, Alibi, Smoke, Legion mitgenommen. Okay. Wieder einmal der Versuch natürlich auf Garage. Ja, die versuchen jetzt natürlich
ein paar Sachen aus, ne? So ist es nicht. Bin mal gespannt. Also, ist es noch machbar? Ist es noch machbar? Ja, gerade auf dieser hohen Elo, sage ich mal, haben wir schon so oft gesehen, wie dann immer wieder diese kurzen, knackigen Comebacks entstanden sind. Und gleichzeitig entsteht natürlich auch bei dem Team, was jetzt gerade in Führung ist oder quasi in dem Matchball drin ist, auch Druck. Das darf man halt nicht vergessen. Der Druck ist halt einfach da. Das kannst du dir nicht. Ja, hier wird natürlich auch gesagt, ja, das wirkt unschuldig. Wie gesagt, es liegt auch daran, dass natürlich zwei neue Spieler mit am Start sind. Und da sollten wir auf jeden Fall dem Team, ich meine, gut, wir sind nicht die spielen, da passt jetzt auch schon live und P4 mit den Opening War. Und dann brettert er wieder durch, ne? Das ist ja vollkommen weird. Guck dir das mal an. Er ist da komplett durch, hat den Guman in dem Fuß drin und gut aufgepasst hier. Von dem Prano muss aber auch natürlich genau darauf aufpassen, dass jetzt die Fragnate nicht ihn direkt mal rauszieht aus der Runde. Draven, Prano, schön gemacht, unheimlich wichtig, da wirklich nochmal im Spiel drin zu bleiben. Last Man Standing ist damit der Bug und wunderbare Aktion hier nochmal zum Schluss. Prano, starke Aktion. Wichtige Situation gehabt hier, gut mit dem Schild auch nochmal gespielt. Und im richtigen Moment, wo auch die Fragnate kam, hat er sich erstmal aus dem Staub gemacht. Genauso wichtig, 6:4 und ja, jetzt würde ich mal sagen, Leute, legt euch ins Zeug. Jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal was sehen. Also das nochmal hier, die Situation. Er kriegt es mit, ja, und was er machen kann, weil sonst wäre er direkt flöten gegangen. Und gleichzeitig auch Arno und Draven. Das waren ja, das waren 3K von ihm. Das war hier ein 3K von ihm. Schön runtergespielt. 6:4. Und das Ganze jetzt erstmal auf Garage erfolgreich defenden können. Also jetzt noch zwei weitere Runden. Dann sind wir im Matchball drin. Es ist erst vorbei, wenn man über die Ziellinie ist und nicht vorher. Das ist halt unheimlich wichtig. Lion, Hibana, Thatcher, IQ und Buck hier nochmal in der Attack, die wir gesehen haben. Und die werden in dieser Konstellation auf Console Office und Meeting angreifen. Legion Jäger, ja, da präpariert man ja auch mal so ein bisschen mehr. Haben wir schon in vielen anderen Spielen gesehen. Ja, das ist halt wichtig, dass man hier mit den ADS spielt, aber das ist nichts Sicheres. Also auch schon gesehen, mit der Thatcher-Nate kriegst du die Dinger da auch weg. Dann gehen die Flöten. Du betest das Ganze damit. Du kannst auch die Flash-Nates vorher reinschmeißen. Die EDS komplett entschärfen. Und dann dementsprechend nochmal die Frag-Nates hinterher ballern. Dann ist der Drops auch gelutscht. Attackers objective is to locate a bomb and defuse it. Ich könnte nochmal auf den P4 drauf gehen, weil es ist schon 30. Also ich könnte mir das persönlich niemals antun, mit dem LMG da so durchzugehen. Natürlich ist es auch so eine Gefühlssache, wie man mit der Waffe umgeht. Du kannst ja nicht permanent rennen und dann davon ausgehen, dass du sofort in Scope bist. Ne, wir müssen halt, manche Waffen brauchen halt ein bisschen länger, bis du mit denen in Scope selbst drin bist. Und dann natürlich dementsprechend auch die Flex. Ja, Flick, Flack und Siege, die sagt, da ist er auch schon drin. Aber jetzt wird er mal abgefangen hier, eiskalt von dem Alive. Diesmal nicht. Kaoxys mit dem Refrag. Der war hier nochmal an dem Balcony Window dran. Ansonsten sieht eigentlich alles soweit safe aus. Ja, da kommt schon auch die erste Line-Fähigkeit. Man verschafft so ein bisschen die View mit drauf. Close gewesen, sehr close gerade hier für den Alive. Da ist mal aus, als würde er sich mit dem Revolver healen. Sehr, sehr strange, aber er kriegt ihn auf jeden Fall. Gleichzeitig auch, wie wir schon gesehen haben, konnte den Frag hier direkt Richtung Meeting ziehen. Da gibt es auch schon, glaube ich, die letzte Leimfähigkeit. Müsste eigentlich schon sein. Ja, so sieht's aus. Eine 3 gegen 3 Situation, die wir jetzt natürlich hier haben in dieser Partie. Matchball, wie gesagt, hier erstmal für Easy Dream. Noch ist hier nichts vorbei. Bomb located by attackers. Und Freaky. Wichtig, aber es ist auch noch gleichzeitig ziemlich viel Zeit.
die da haben. Schinka geht auf das Spielchen ein. Freaky kriegt das mit Sicherheit mit hier. Bringt ihm aber nichts. Dafür ist aber auch der Prano am Start hier. Schön über die mittlere Distanz mit dem Headshot und der SMG. Last Man Standing bleibt, damit hier der Chaos ist. Wird halt schwer. Gehen wir mal auf den Prano drauf. Er hat auf jeden Fall die Smoke-Nades hier. Bisschen besser mit am Start. Die stehen nämlich alle noch. Ist halt wichtig, ne? Das ist grundsätzlich wichtig als Anchor-Operator, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Alles deutet darauf hin, dass Auglis hier den ersten Matchball abwehren kann. Es kostet einfach viel zu viel Zeit, so hin und her zu rotieren, dann noch den Diffuser zu holen. Wir gehen nochmal drauf, wo der Diffuser an sich liegt, und zwar direkt mal am Long Desk. Da muss er hin. Da kommen auch schon die Smoke Nades. Prano hier hinterm Schild kann halt nicht mehr viel machen. Und? Einfach warten. Life Mark ist da und der Frag genauso. Also, schöne Aktion hier. 6 zu 5. Damit hier erstmal Matchball abgewehrt. Das Ganze hier auf Consul Office. Jetzt müssen sie natürlich hier. Runter. Schauen. Lobby bleibt natürlich dementsprechend übrig. Lion, Hibana, Thatcher, IQ, Bug, Echo, Smoke, Dog, Jäger und Castle. Ja, der Silence Sprint, hier gibt es nochmal die Frage, der Silence Sprint ist gefixt, ja. Also, auch wenn man sich selbst nicht hört, der Gegner hört ein. Ne, also, es wäre mir jetzt neu, dass der wieder drin wäre. Ich habe zumindest nichts davon mitbekommen. Aber meines Wissens nach. E-Start History. Da ist das auch Freaky jetzt hier mit dem Opening One. Also, wichtig gewesen. Ja, ich muss noch mal einmal natürlich den Chat kontrollieren, dass alles safe ist. Das ist eine Angelegenheit. Aber der Lazo ist ja mit am Start. Der passt hier auf. Wunderbare Angelegenheit. Vielen Dank, wie gesagt, für den Support. Kuss geht raus. Na, knapp eine Minute jetzt gespielt. Ne? Also noch eine weitere Runde und dann sind wir in der Overtime drin. Dann kann das Ganze nochmal gedreht werden. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass Easy Dream hier zielstrebig wirklich nochmal den Weg sucht. Die versuchen es hier nochmal immer wieder provozieren, immer wieder baiten. Es wird auch noch. Oh, das war die Castle-Barrikade. Oder was war das? Jupp. Die hier nochmal mit aufgebreached wurde. Sieht zumindest so aus. Ja, war auch eine. Wie gesagt, Lobby ist der Spot, der hier defended wird. Spielen das natürlich erstmal schön alles von oben ab. Gibt es aber irgendjemanden, der auf die Idee kommt, von unten nochmal Druck aufzubauen? Haben wir denn überhaupt noch jemanden unten am Start? Der Freaky, ja. Schon Richtung Basement unterwegs. Immer wieder hier und da natürlich Bulletproof Camps, die mit am Start sind und zusätzliche View mit reinbringen. Einfach nur Multi, Alex. Einfach nur Multi. Genau. Ein Line-Track ist noch am Start. Fokus jetzt hier erstmal mit dem Refrag. Eine Minute ist noch mit zu spielen. Outrun probiert hier erstmal keiner. Das heißt, Auglis wird es mit Sicherheit erstmal ein bisschen defensiver angehen. Einfach warten, einfach kommen lassen und dann natürlich in den Zweikämpfen sich den Defender-Vorteil hier rausziehen.
Ja, er hat es schon vom Sonntag mitbekommen, der Freaky. Frage ist natürlich, wer jetzt in den Zweikampf? Jäger oder Buck? Jäger oder Buck? Und baitet ihn hier natürlich immer wieder mit der Cracknail. Und schön gemacht hier von dem Freaky. Unheimlich wichtig, der nächste. Oder beide droppen hier runter. Draven hier schön abgefangen. Den Last Man Standing. Damit hier, wie wir sehen, ist der Kuckus. Der kann da nicht mehr viel machen. Die letzten Sekunden laufen ja auch hier für ihn und dann. Und schön gemacht. Also, Leute. Ich glaube, wir haben das spannendste Spiel irgendwie. Ja, erwischt. Kann das sein? Denn ich glaube, alle anderen sind schon fertig. Guck mal durch. Wie es denn da eigentlich aussieht. Also, zweimal Overtime. Es schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall, muss ich sagen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Okay. Vitality gegen Maker spielt auch noch. Secret gegen Force spielt jetzt auch noch. Also wartet quasi BDS auch noch auf seinen Gegner. Gehen wir davon aus, dass die jetzt auch noch auf der dritten Map sind. Aber gut. Mal schauen. Muss man mal schauen. Aber ich glaube auch nicht, dass die anderen schon gespielt haben, die anderen Teams. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Attackers need to locate and defuse bombs. Ja, noch sieht alles sachte aus. Die Jungs von Salamander haben mit Sicherheit auch gerade richtig Bock zu spielen. Muss man halt immer so festhalten. Ja, Hashtag sagt zu, ne? Würde ich mal sagen. Jeder, der Meinung ist. Einfach mal in den Chat reinballern. Eine Runde haben sie ja noch in der Defense. Also alles noch soweit. Gut, die müssen nochmal Garrett spielen. Und der sagt es ja auch schon. Markus von Mecker, wie gesagt, durch die 4 Minuten 30. Also die 4 Minuten 30 Delay. Ist es halt so, sobald quasi die eine Runde. Also wir sind quasi eigentlich gleich weit, ne? Also wenn bei mir müsste jetzt, wenn es jetzt bei mir 2 Minuten 30 noch die zu spielen sind in der Runde, dann ist bei euch die letzte Runde bei 2 Minuten 30 ungefähr. Also das ist quasi genauso abgepasst. Plus minus natürlich paar Sekunden. Und der P4 wieder einmal drin, also der hat absolut Bock drauf, ne? Und solange natürlich dieser Spieler drin ist, wir merken es halt einfach, ne? Wird halt einfach hart gefightet hier. Da geht das Ganze nicht so easy peasy aus. Na, da haben wir noch einen Anhänger vom Sander gesehen. Grüße gehen auch daraus. Ja, was wird jetzt Easy Dream machen? Die. Rotieren jetzt ein bisschen viel hin und her. Sind auch gar nicht an der Mainwall dran. Aber dieser steht auch schon oben an den Yellow Stairs. Und der Live jetzt hier mit dem Opening One. Konnte sich ja durchsetzen. Mal gucken, kommt der nächste. Kriegt dann sich Kontakt rein? Nein. KS gleichzeitig auch hier mit dem nächsten Kill. 3:5 die Situation. Und wie sich das immer wieder so wandelt, ne? Mal gespannt. Also wir hatten natürlich noch hier die Bahn, die Drohnen noch aus. Fokus ist der Einzige, der so ein bisschen ansatzweise in der Nähe wäre, aber Alive war ja auch dort mit am Start, der hat sich aber zurückgezogen. KS jetzt hier mit dem nächsten Headshot an den Kukus. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass er in der Lobby einer ist. Sichtkontakt gab es auf jeden Fall. Nein, Fähigkeit wird auch nochmal hinterhergeballert. Na, er wurde getrackt, ne? Das heißt, die Hibana weiß jetzt eigentlich, dass da jemand ist, dass auch jemand Richtung Lobby ist. Freaky ist nochmal so ein bisschen als Backup, ein kleines Backup, sage ich mal, an den Yellow Stairs mit am Start. Und jetzt gibt es hier die Rotation von dem Chaoxys. Mal gucken. Bringt ihm absolut gar nichts, den KS. Snackt ihn sich hier auch weg. Wird das jetzt hier gerade eine Flawless-Runde? Also, wenn das jetzt hier gerade eine Flawless-Runde wird, dann fresse ich einen Besen, Leute. Live. Live. Nein. Also, ja. Geiles Ding bis jetzt, ne? Die letzten Sekunden laufen.
Schicker kann da nicht mehr viel ausrichten. Er ist halt Last Man Standing und die Sekunden laufen halt gegen ihn. Er kann natürlich so viele Frags ziehen, wie er will. Bringt ihm halt nicht viel. Starke Runde hier von dem KS nochmal. He is back, würde ich mal sagen. Und ja, wir haben wieder mal ein Matchball. Und diesmal für Orkless. 7 zu 6. Das Ganze hier auf Garage. Jetzt sind sie natürlich wieder einmal. Jetzt sind sie natürlich wieder einmal hier gefragt. Die müssen eine Runde gewinnen. Also wir hatten natürlich auch schon auf der letzten Map diese Overtime und es ging nochmal zu einem 7 zu 7 und dann nochmal wirklich in der allerletzten Runde haben sie das gehandelt bekommen. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das hier ausgehen wird. Viel bleibt da dementsprechend nicht mehr übrig. Außer diese zwei Runden, die wir jetzt noch haben. Scoreboard haben wir uns ja schon mal angeschaut. Da haben wir den Prano und den P4, die wirklich hier als Top-Fragger unterwegs sind. Gute Partien abliefern. Ich habe irgendwie auch jetzt zum Schluss das Gefühl, so dass P4, wir haben es auch gesehen, er hat zum Schluss nochmal für sich selbst gedroht, weil er einfach viel zu schnell durchgeht. Er ist deutlich schneller als der Informationsfluss, der von seinen Teammates auf ihn zukommt. Ich glaube, das sind so wirklich diese zwei Situationen. Die Runden gekostet für ihn selbst, ne? Ich kann natürlich auch mal gleichzeitig die Information reinholen, ob meine Caster-Kollegen schon irgendwas da was vorbereitet haben für die nächsten Spiele, wie es da zugehen wird. Also die meisten Caster haben schon ihre Spiele ausgesucht. Okay, passt ja soweit alles. Und jetzt hängt natürlich alles von Orkless ab, ob sie auch gleich gegen Chaos spielen werden. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt darauf. Denn das nächste Match wird auf jeden Fall so oder so. Wenn sie jetzt gegen Chaos spielen würden, wird auf jeden Fall mega nice. Würde mich mega freuen auch natürlich. Na, gucken, ob sie hier den Dödel auch mit dem gleichen Trick rauskriegen können. Zumindest steht immer noch das ADS dort und so einfach kann es nicht rausgenommen werden. Also in solchen Fällen natürlich immer nimmt die Flashes mit. Ja, stellt euch auf diese Situation ein, ballert die da durch, entschärft die ADS. Jetzt P4 vielleicht mit dem Backstep. Also guckt euch das mal an, Sneaky Peaky, der wird sich auf jeden Fall gleich. Na, jetzt wissen sie natürlich, dass er hier unten ist, aber KS auch gleichzeitig hier mit dem Opening One an Dödel. Er konnte sich an den Stairs durchsetzen. P4 dafür nicht. Er versucht hier mit dem Mute, da kommt die Flash Nade. Ja, kommt auch gleichzeitig der Push. Ich weiß es halt nicht, ne? Jetzt muss er aufpassen und da ist auch schon History. KS hier mit seinem Thatcher Main am Start. Rasiert da durch. Also jetzt eine 5 gegen 3 Situation. Das kann jetzt natürlich hier diese Runde sein, wenn sie das sauber runterspielen. Die letzte Minute läuft auch schon. Und ich bin auch schon mega aufgeregt, um ehrlich zu sein. KS hier mittlerweile auch mit einem 3K. Also der gibt da nochmal richtig Kette hier. Und mal gucken, kriegt er die View hier nochmal rein. Ist auch schon mittlerweile Richtung Bathroom und dran. Mal gucken. Und Prano kommt auch schon mal Richtung Connector Window. Jetzt muss natürlich auch gleichzeitig der Kokos aufpassen. Da gibt es den Flick. Plant wird mit eingeleitet. Er kriegt die Schüsse nicht 100% connected. Das heißt, der KS muss jetzt auf jeden Fall mal schauen. Wo ist denn der Shinka? Er ist die ganze Zeit in der Drohne drin. Und Freaky hier mit dem nächsten Frag. Damit bleibt hier der Shinka Last Man Standing. Und ja, alles deutet darauf hin, dass diese Runde jetzt auch hier für Orkless positiv ausgehen wird. Oder auch nie. Wow, 1 gegen 3. Jetzt wird es nochmal richtig kritisch. Und er holt sich und brettert hier einen nach dem anderen weg. Unglaubliche Story, was hier jetzt gerade schon wieder passiert. Also, Last Man Standing, Shinka, immer noch. Wo ist der Freaky? Der ist unten dran, kriegt aber vielleicht nicht 100% die View drauf, muss aufpassen. Hat eigentlich eine ziemlich gute Position hier von unten. Sollte er natürlich durch den Connector rotieren wollen, dann kann er den Vorteil nutzen. Counter-Diffuse wird mit eingeleitet, wird abgebrochen, immer wieder Richtung Fenster geschossen. Freaky kommt auch so langsam über die
Yellowstairs kriegt er auch mit. Die Informationen sind ja da. Mal gucken, wer wird sich hier den Frag ziehen, wer wird hier pushen. Die müssen natürlich jetzt was machen, sonst wird es viel zu spät. Und er zieht einfach mal eiskalt durch und Draven regelt das hier. Ja, GG, well play. Wie close, was für ein geiles Match, Leute. Hammer hat, Leute. Kein Plan, was da los ist, einmal. Unglaubliches Dingen. Stark gespielt. Starke Aktion auf jeden Fall. Ja, GG well play hier für both Teams, würde ich mal sagen. Und Ogle ist das Ganze nochmal hier gedreht, ne? Hammer hat das Dingen. Schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt sogar sehr gut. Zum Schluss musste Ogle auf jeden Fall hier, oder beide Teams mussten einfach die Hosen runterlassen. Ja, ganz klare Angelegenheit. Und da konnte sich wirklich Oculus durchsetzen. Also, ich capture mir auf jeden Fall schon mal das nächste Spiel, liebe Freunde. Und das wird hier lauten Chaos gegen Oculus.